Hallo! Ich dachte mir, keine Ahnung. Warte, wir machen es nochmal neu. Ich muss nämlich jetzt die gleiche Nein. ich muss jetzt nämlich die gleiche Anmod nehmen wie sonst, weil sonst wird TJ wüten, dass ich wieder keine Anmod besitze, keine no klassische Ding. Hallo und herzlich willkommen Definitiv. zurück zu einem neuen Spieltag der TPL Season 4. Zusammen mit Robin. Hi, sag was. Bitte lass mich nicht alleine. Ich habe gerade Omega hat geleckt. Holy shit. Hi. Hi. Guten Tag. Was geht? Was geht? Gott. Woche 2. Kurzes Throwback. Wir haben letzte Woche leider ein paar Finessen nicht gebrochen und 1-0 verloren. Wir sind zurzeit auf dem 5. Platz, weil wir die beste Niederlage kassiert haben. Und spielen heute. Wir sind einfach so gut. Hoffen und versuchen heute unseren ersten Sieg zu holen. Erstmal zu unserem Team. Wir mit dem Team Ninja mal wieder. Ne? Tolles Team, Robin, habe ich gehört. Sehr sympathische Leute, die dort spielen. Und Ich habe Vegicheat. gehört, Und der eine ist kaputt. ja, nee, lass unser Maskottchen unten rechts in Ruhe. Nein, nein, ich meine der eine Teilnehmer. Ach ja, weil er die ganze Zeit mit Schule zu tun hat und seinem anderen Mate die ganze Team-Meeting machen lässt. Genau der. Perfekt. Ja, ich glaube, wir gucken uns erstmal unser Gegnerteam an, oder? Robin, gegen wen Tu spielen wir das. denn? Das darfst du wenigstens announcen. Spielen gegen Richie und gegen Tim. Mit dem Team? Der Teamname ist Sekunde. Du Kacke, Alter. Fury Farmers. Fiery Farmers! Sehr feurig wird's heute. Fury Farmers, das ist egal. Wird sehr heiß hier heute. Ich schwitze schon. Jedenfalls. Liegt nur an Aber hey, sie haben den Farm-Joke der letzten Season wenigstens versucht noch ein wenig zu recyceln. I ja. guess. Props an euch Ja. da, Jungs. Danke. Wir gucken uns das Team an und ich bin neidisch auf deren Mega, weil ich es selber hätte gerne gepickt, aber es hätte einfach nicht in unsere Draftpläne gepasst. Ne? I guess. Ist Und ich halt wollte so. es auch nicht draften, aber fühlen wir Ja, das nicht. aber ist Sagt ihr das das nicht? Ding ist fucking scary. Und das Ding ist fucking gut. Und wir haben nicht wirklich einen bulky Psychic, der gut dagegen ankommt. Und deswegen hatte ich sehr viel Angst davor, vorab. Und auch vor Memo. Insgesamt, ihre physische Offensive ist sehr, sehr sexy und sehr, sehr strong. Währenddessen beim Speziellen ich jetzt nicht so viel Gefahr sehe. Also Koplosio ist halt da. Wird aber von gefühlt Vegeta gewollt, so wenn du verstehst. Also, das Ding wird halt von Latias, von Lando, von Coco, von. Also, das Ding macht nicht wirklich Work. So. Das kommt mit Scarf mit. Und dann drückt Cinerace Sucker Punch und One-Hitted ihn. So, ungefähr so wird's ablaufen. Ist halt irgendwo, ne? Ja. Rotom Wash ist halt zwar speziell, aber halt, der Damage ist okay. Neuvern ist, glaube ich, das gefährlichste der speziellen Mons. Das Typing ist gut, da wir keinen richtigen Ice-Type besitzen. Wir haben zwar ein bisschen Ice-Coverage, aber I don't know, so. Die beste Ice-Coverage, die wir haben, ist halt Turtok. Und Spoiler, Turtok sieht scheiße aus wie diesen Spieltag. I don't know. Ich glaube, Bookie Waters an sich sehen nicht kacke aus. Turtok schon. Weil Turtok gegen das Team einfach nichts macht, weil da halt Memo steht. Ein Medicham steht, ein Skarm steht, ein Chansey steht, da noch ein Neuvern ist, welches auch uns gut Schaden macht. Ich glaube, man weiß, was ich meine. Piondragi, cool, dass Richie es sich gepickt hat, meiner Meinung nach. Auch gut. Wolverock, kommt das Sash mit, ist es vielleicht gefährlich, weil es dann ein paar Matchups gut spielen kann. Wenn nicht, dann bringt es nicht mit. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Dann wird's halt gewonnen. I guess. Ditto. Wir haben kein Setup dabei, weil es gut gegen Ditto ist, aber Ditto hat trotzdem mit Scarf manche Matchups, die er gewinnt, weil halt alles von uns irgendwie sich selber twitten kann. Bedeutet, Bisschen ja. cringe muss man zugeben. Bisschen Ditto cringe. könnte vielleicht einen von uns gut. Also, Ditto kann immer gut als Revenger mitkommen. Aber die Frage ist, ob sie dafür einen Slot verschwenden wollen.
Und die bessere Frage ist noch Edegos. Könnte sein. Übrigens, dann noch kurz die letzte Sache. Slurpuff, Bellydrum gefährlich. Sticky Web könnte nervig werden, aber dafür haben wir ein paar Dinge dabei. Genau, weil was wir nämlich dabei haben, kommt jetzt, Robin. Möchtest du mal vorlesen, damit du irgendwas zu reden hast, oder soll ich? Nein, mach du das. Ich habe das Team nicht gemacht. Warum sollte ich das tun? Ich glaube, ich habe schon angeteasert. Ein Cinderace mit Sucker Punches dabei. Heavy Duty Boots, damit wir auf Rocks reinkommen können, weil ich habe Flashbacks von letzter Woche mit selber Schaden kassieren. Und Rocks. Deswegen Coco und Cinderace sind diesmal safe for safe Damage. A.K.A. Coco kann zwar Rocks Schaden kassieren, aber er hat wenigstens kein Life-Orb. Ich habe die Kritik ernst genommen, meine lieben TPL-Teilnehmer. Ich habe die Kritik ernst genommen. Ich werde kein Life-Orb Coco mehr spielen. Danke. Beziehungsweise nicht mit U-Turn. Ich tue es nicht. Ich verspreche es, Richard. Ja. Cinderace, ne, klassisch Jolly. Outspeedet halt das, was ausbieten soll. Powerball U-Turn, High Jump Kick Sucker, 4 Moves braucht er einfach nur, um einfach wirklich gut Damage zu machen oder Momentum zu haben. Ist halt super geil, das Ding. Wir werden irgendwann Feldstellen spielen. Wenn das gegnerische Team coole Hazards hat, I guess, dann spielen wir Heavy Duty Boots Card Change. Oder halt, wenn wir irgendwas kriegen. Ich hatte halt überlegt, auch, meine, kann man hier sagen, vielleicht bringen wir irgendwann mal Sub Bull Cup mit oder so. Sagt man das, hä? Das egal, ist ein Set, was drauf man achtet. Expert Bait Coco ist cool. Thunderbolt, World Switch, Destiny Gleam und Grass Knot. Warum spielen wir nicht U-Turn? Weil der Switch weil deren Electro Switch in, wenn er nicht scarfed ist, also Memo, und ich sehe dort sehr viele Scarfer bei denen, wodurch Memo nicht unbedingt scarf sein muss, aber gut sein kann. Ich sehe scarf Memo. Ich gehe mal nicht von. Es kann gut sein. Und wenn wir halt sehen, dass Memo scarf ist, oder gegen Memo können wir auch erstmal vorsichtiger spielen. Oder wir predikten, weil wir one-hitten das Ding mit Grass Knot. Deswegen Gleam one-hit andere Dinge und nichts wechselt in den Electric Terrain Thunderbolt von einem Coco rein. Seien wir ehrlich. Kofagurus ist ein Kofag. Nur anstatt mit Iron Defense, welches man klassisch auf der Leather spielen würde, hier mit Shadow Ball für Medichamp und Fights wie eine Koplosio Switch in vermuten. Oder halt, ja, nee, gegen. Nee. Legit das Leather Set? Was ist? Ist es legit das Leather Set, was du da hast? Nur mit Iron Defense, richtig, ja. Nee, stimmt. Oh. Nee, Iron Defense und irgendwas anderes noch. Da fehlt noch irgendwas. Rest, Iron Defense, Body Press und ich glaube Toxic. Oder, nee, T-Spikes. Leather Set. Wow. Also, ich habe einfach Bock auf Rest Chesto. Wir haben einfach Rest Chesto gespielt, okay? Halt die Fresse. Du machst das. Man nehme das Flogis der letzten Woche. Steuerung C, Steuerung V, aber das hat jetzt Aromatherapy. Nein, man nehme das Aromatist der letzten Woche. Steuerung C, Steuerung V. Richtig, man spielt, man ignoriert, naja, nicht ganz, wir spielen für Steph und das Ding hat Spätstaff gespielt, aber hier ist halt. Come on. Ja, es soll denselben Job übernehmen. Bitte drück Moonblast und wish dich hoch. Wish die anderen Sachen hoch, danke. Lad hier. Du bekommst ganz viele Drops, um das Game zu gewinnen. Ja. Okay, das wollte ich sein. Latias ist das erste Mal dabei, Robin. Latias. Abanberry, damit wir selber Draco drücken können gegen Neuvern und das Neuvern baiten können und dann Neuvern one-hitten und cool. Toll. Hat das Ding nicht auch Eis? Beam? Ja, hat es, aber was möchte von uns, von den, die haben mehr Ice-Beam-Switchens als Draco-Switchens. Die haben mehr Ice-Beam-Switchens als Draco-Switchens, in meinen Augen. Weil, beispielsweise Corviknight kommt, glaube ich, in Ice Beam besser rein als in Draco. Oder halt, in dem Beispiel auch, zum Beispiel jetzt hier, I guess Memo kommt besser in einen Ice Beam rein, oder? Ich glaube, es ist, doch, kommt es, weil Draco mehr Schaden macht, weil Stab ist und beides neutral. Siehst du? Ich denke mir was dabei. Und das hat den Defog. Wir haben den Fast Defogger diesmal. Heiz, die. Ich sehe halt gegen unser Team nicht wirklich Defog. Ich sehe gegen unser Team Ground-Types. Deswegen ist Memo umso gefährlicher für mich. Aber deswegen habe ich auch diesmal zwei Ground-Weak-Immunities mitgenommen. Nämlich auch Lando.
welches gegen Memo noch mehr Work machen soll, weil Memo halt uns nicht one-hitten kann. Weil wir Yachiberry besitzen und jetzt die Anti-Eisbeere und wir können dann Earthquake oder Stealth Rock drücken oder U-Turn und oder Knock-Off und dann ist vielleicht der Scarf oder der Band weg und dann geht's Mons von uns besser. Du bist genial vorbereitet. Ich bin genial vorbereitet. Ich habe da gestern 3 Stunden dran gesessen. Cool. Währenddessen Lukas und Jeremy LOL gespielt haben und so meinten, bist du endlich fertig? Lukas, nach deiner 2. LOL-Runde, bist du endlich fertig? Ich habe 2 Mons fertig. Also, oh Gott, okay, bis morgen. Also, er ist noch geblieben, aber wir haben noch ein bisschen. Egal. Wir sehen uns gleich im Kampf. Ich glaube, wir können da schon zurück hinskippen. Bis gleich. Tschüss. Ja. Willkommen zurück, meine Damen und Herren. Hier, Robin. Da bei dir. Bist du bereit? Ja. So, wir analysieren ein wenig. Wir sehen hier kein Skarmory. Wir sehen hier kein. Meinst du überhaupt? Was ist? Nee, Corby, sorry. Ich vergesse es immer. Wir sehen hier kein Kramor. Wir sehen kein Eldegoss, wir sehen kein Kramor, wir sehen kein Slurpuff, wir sehen kein Neufern. Holy, sieht das gut aus gerade. Wir sehen kein Lycanroc und wir sehen kein Ditto. Danke. Du lagst das? Ich mag es tatsächlich, weil. Let me ask you a question. Wenn Memo tot ist, wo ist der Coco-Switch hin? Fancy, ich weiß. Nein, also insgesamt, ich glaube, Latias ist pretty much für Defog nur noch da. Ne? Wir können, also. Wir müssen jetzt. Ich halte auf meinen Draco droppen. Ja, stimmt. Stimmt, die haben auch keine Fairy dabei. Wollen wir mit Lando oder mit einer Offensive starten? Weil Lando ist hier, glaube ich, der Safe Lead. Wenn halt Memo reinkommt, wenn Memo da reinkommt, dann können wir. I don't know. So, die Frage ist halt, Memo, ist das. Die können halt jetzt hier einen klassischen Medichamp Lead machen, ne? Da ist Coco am besten, glaube ich, weil die drücken zwar Fake Out und dann müssen sie switchen. Ja. Obwohl. Coco haben, ne? Nee. Wir könnten aber auch überlegen, ob wir hier Co-Fake leaden, um hier schon mit Willow ein bisschen Action zu machen, weil Willow sieht hier gerade sehr sexy aus gegen 3 physisch offensive Mods. Ja. Dann wäre halt der Blessed Fallon Lead. Ja, aber Blister Fallon, wenn das gegen uns leadet, ne, dann, uff. Ja, dann wechseln wir halt safe in Flogges oder so, oder in Lando. Ja. Ja. Sag du Lando, Kofek oder, I guess, Coco. Ace. Alter, du, ja, du kannst, ja, ich hab das Teambuilding gemacht, aber Robin, du musst trotzdem, Fight ist nicht Teambuilding. Du musst jetzt trotzdem sagen, was du hier am besten siehst. Du kannst das Game, du kennst. Yo, Robin, du kennst die Mons ein wenig. Du kannst sagen, was du hier am meisten sehen würdest. Wofür ist Piantragisch eigentlich gegen uns da? Piantragi. Ja, meine ich doch. Jetzt. Piantragi, keine Ahnung. Scarf Piantragi für Coco vielleicht. Oder so. Oder für Ace. Scarf Piantragi schneller. Frage. Warum ist eigentlich das. Oh, warte, ich habe das Team noch nicht in den Kalk geschmissen. Warte, lass mich das machen. Ah ja, du bist. Zack. Jetzt imported. Oh, und. Coco. Drapion. Choice Band zu Choice Star. Natürlich ist es schneller, das hat 95er Speed, wenn wir schon mal Memo geguckt haben. 95er Speed? Oh, ich wusste nicht, dass es 95er Speed hat. Ja, deswegen, es sieht ganz. Ist irgendwie mit 65 oder so. Nein, mit 95 sieht es eigentlich ganz gut aus gegen uns, weil es schneller ist. Ja, das Ding ist halt, Latias ist besser. Ich glaube, vielleicht ist auch noch ein bisschen für Latias dabei. Obwohl Latias hier immer eigentlich Aurasphäre dann drückt. Dafür habe ich das Ding dabei, mit Aurasphäre. Einfach auch für ein bisschen mehr Schaden auf Chance, wenn Dings weg ist. I guess, ich würde sagen, Coco
Obwohl, Lati könnten wir auch leaden, ne? Coco, Lati, Kofek oder Dings. Lando. Drück was. Was sehe ich? Ich glaube, ich sehe einen offensiven Lead und ich weiß nicht. Coco denke ich nicht, dass hier der Player ist. Latias ist, glaube ich, auch nicht der Player gegen offensiven Lead. Ich glaube, Kofek ist, glaube ich, hier das Beste. Probier mal. Ich gehe mit Kofek. Okay, die gehen auf Wash. Gut für uns? Die könnten. Könnte halt Nasty Plot sein, ne? I don't know, so. Ja. Bottom Wash. Das Ding hat Shadow Ball, ne? Das hat Shadow Ball? Ja. Dann noch schlimmer. Sollten wir auf jeden Fall raus. Möglicherweise spielen wir mit Shadow Ball. Ah, ne, warte mal kurz. Das ist. Ich bin noch falsch. Shadow Ball macht weniger Schaden als Hydro. Ja. Beziehungsweise den gleichen. Die machen genau 3 KP weniger Schaden. Let's go. Hydro macht uns übrigens 36 bis 44 und wir können. Aber wir können ja Body Press drücken erstmal. Oder Body Press oder Widow. Was sagst du? Wie viel macht Body Press? Body Press macht denen ein Drittel. Probably Mehrwert. Mehrwert? Aber. Was ist, wenn die raus switchen? Und was switchen die raus? Was ist. Deren Switch Out ist. I guess. Wenn sie Body Press denken, ist Blaze of Fallon. Ja. Und Blaze of Fallon ist hier immer der beste Switch Out. Weißt du, überlegst dir mit dem Gedanken Shadow Ball zu drücken, I guess? Nicht unbedingt. Überleg einfach auch nur, um zu überlegen. Drapion kriegt hier auch okay Schaden von Body Press, aber. Ich überlege gerade, entweder drücken, ich glaube, wir drücken hier Shadow Ball oder Willow. Ich weiß nicht, ob Body Press hier der Player ist. Blitzifalon. Obwohl, wir könnten auch Body Press drücken, aber ich weiß nicht, Blitzifalon, ich habe Angst, dass das jetzt hier reinwechselt. Dann könnten wir. Wie viel macht Shadow Ball Wash? Ich glaube nicht so viel, leider. Ja, 20 bis 24. Geht doch. Wollen wir? Der V-Switch jetzt hier wahrscheinlich eh. Der V-Switch. True. Ah, vielleicht auch nicht. Nein. Ich glaube, drinbleiben ist hier der Play. Nicht falsch verstehen. Ja. Shadow Ball. Shadow Ball, Shadow Ball drücken. Bist du für Shadow Ball drücken? Ich find's fein. Überlegen noch. Das ist doch schön. Ah, nice. Das ist gut. Man kann so viel Information daraus gewinnen. Ich glaube, die überlegen hier gerade einfach stumpf. Also ich drück mal erstmal Channel, weil ich glaube, die überlegen hier halt, ob sie V-Switch oder Willow. Ich glaube, die tatsächlich drücken hier V-Switch oder hier Hydro. Weil ich kann mir vorstellen, dass sie mit dem Lando Switch predicten, ne? Ja. Ich glaube, die haben ja keine anderen Plays außer V-Switch und Hydro. Ja, dann drücken wir Shadow Ball, weil die drücken V-Switch, okay. So, jetzt müssen sie halt überlegen. Ich hoffe einfach, die gehen in Blisse verloren. Ist es oder warte. Ist es Blisse Fahnen? Ja. Warte kurz, ich will kurz gucken, wie viel Schaden das war. Medichamp und wie viel Schaden war das? Wie viel Schaden war das? Sie, das war 26, die sind ein 26,6. Das ist ein defensives Rotom Wash. Fancy wäre jetzt hier actually nicht so gut. Die Zettel aus dem Zuschauer, oder? Probably, ja. Mit Hydro, ja. Fancy kommt, okay, schade. Schade. Das nicht. Wir hätten Body Press drücken sollen. Ah, wir haben die 50-50 verkackt. Oh. Hier, ja, die rocken uns halt hier. Die rocken so. Uns hier. Wollen wir hier in Lando raus? Auf jeden Fall möglich, würde ich sagen. Lando oder Ace halt? Ich würde sagen, Lando ist der beste Progress Play. Ja. Ich bin. Warte, was ist, wenn die Teleport drücken? Ist jetzt ja nicht unwahrscheinlich. Dann könnte Memo reinkommen oder Medi. Wir könnten jetzt auch hier schlecht. Auf den Body Press gehen. Wir haben noch Rest Chesto, ne? Ja. Das Ding ist halt. Wir können halt gucken, ob die wirklich Fist Step sind.
könnten wir machen, tatsächlich. Weil wenn die halt jetzt hier... Das Ding ist jetzt, ich habe das schon mal mit dir besprochen. Die haben nichts, um uns anzugreifen mit dem Ding. Ja. Und wenn sie was haben, dann spielen sie einen der anderen Moves nicht. Wenn sie was haben, spielen sie einen der anderen Moves nicht. Und übrigens, sobald sie nicht Death Invested sind, one-hitten wir die. Wie meinst du? Wenn die jetzt spätst Death Invested hier sind, dann one-hitten wir die jetzt gerade mit dem Birdie Press. Das würde ich sagen. Two-shotten wir die eigentlich? Nein, ne? Der Body Press one-hitted hier, die Two-Shot leider nicht, aber der Body Press würde ich hier one-hitten und nicht. Das ist so eine Sache. Sind die das Full Fist der Full Spread Step Set sind. Ah, ohne HP meinst du? Mhm. Guck ich kurz. Oh, warte, nee, ich habe gerade was Falsches gemacht. Ich mal raus. Ich habe Chancy außerdem 2-5. Ich habe Chancy außerdem 2-5-5 Death gegeben, also Base Death. Oh. Nicht so schlau. Das wäre stark. Wenn sie auf Fist, wenn sie Bolt gehen, dann gibt es eine 30% Chance, dass wir die two-shotten. Und wenn sie auf Spätz gehen, können wir sie two-shotten. Also ich finde die Body Press. Ich würde einmal Body Press drücken. Rapion. Okay. Backslash der Rapion und der Schaden, das ist ein. Aber das ist ein defensives Rapion. Wir müssen jetzt auch unseren Best Save, oder? Die wissen auf jeden Fall, dass wir bitte, defensiv. Bitte den Schaden gegen den Kalten. Ja. Leftovers. Wie viel hat der passiert? 32. 25. 32 hat er gerade. Ah nee, 32. Sorry. So. Das ist. Full HP. Definitiv. Das war eine Full HP High Roll. Bedeutet entweder sind sie Spät Steph oder in Speed. Und ich gehe von. Was meinst du? So eine weirde Sache wie irgendwie Death Speed oder so? Nee, Death machen mir zu wenig Schaden. Deswegen, das ist eine Death Max Roll gewesen. Das heißt, wenn die ein wenig Death Invest haben, machen wir zu wenig Schaden. HP Max. Ich meine, was wenn die kein HP haben? Ah. Du meinst, dass sie, dann machen wir 34, Min, deswegen. Wenn sie offensiv sind, machen wir 34 Min. Kein Spiel, aber Full Death. Könnte auch eine High Roll davon sein. Hm? Ich will nur sagen, dass wir nicht gleich davon ausgehen müssen. Es könnte auch, guck mal, ich gehe hier maybe von Full HP, Full Attack, sage ich mal, könnte ich mir vorstellen mit Adamant. Ding ist, die drücken hier zu 90% Knockoff. Was ein Problem ist. Naja, nicht für Latias. Naja, schon. Warte, schnell, bis wir sterben. Aber nee, warte, Full Attack. Ne, doch, wenn sie Elements sind. You see? Okay. Scheiße, deswegen ist Rapion gut gegen uns. Oh. Wir könnten jetzt hier auch Will-O-Wisp drücken. Bringen die uns nicht davor einfach um? Nee, die one-hitten uns nicht. Selbst auf der HP-Range? Brauchen wir das Ding nicht noch? Oh, wir haben Wish. Wollen wir es versuchen? Können wir. Ich will einmal Will-O drücken. Wollen wir? Okay. Wir haben noch nicht über. Die haben noch nicht entschieden. Oh mein Gott! Was ist das? Seit wann sind wir dich. Ich mach Robin viel zu schnell. Die drücken Knockoff. Egal. Battle Armor, Mami. Siehst du, Battle Armor ist weg. Der Will-O trifft. Das Ding ist burned. Die Leftovers sind disabled. Die Leftovers sind disabled. Du meinst Backslash. Also. Damage nach Kalten, bitte. Rapion Knockoff, ne? Wie viel war's? Halt. War's 45. Ja. Genau 45. Okay.
Okay, ich möchte noch was nachhaken. Wie viel haben wir gerade mit Body Press gemacht? 32, ne? Auf was müsste Dings Speed creepen? Ich möchte das mal kurz sehen. Auf was müsste Drapion Speed creepen? Auf Lando. Wenn es auf Lando Speed creept, auf 91 Speed creept. Wie viel Speed hat das dann ungefähr? Ist halt die Frage, auf was für ein Lando Speed creept. Max Speed Lando. Sagen wir mal, wenn es auf Max Speed Lando Speed creept. Ich mach das mal kurz bei uns in Kalk mit unserem Lando. Ändert's ja nicht. Dann muss es auf 109 runtergehen. Okay. Dann gehe ich jetzt mal wieder zu Ofek. Dann haben sie. Dann haben sie wie viel übrig? Man hat 252, 252 und 4 extra. Das heißt, sie haben noch 36 in HP. Sagen wir mal. Geht nicht. Geht nicht. Okay. Sie können nicht 36 in HP haben. Also sie haben Battle Armor, ne? Das war Battle Armor nochmal. Kannst du mal kurz Battle Armor war? Ist ein Bike, ja. Egal, sie haben jetzt Mami. Sind irgendwie ein bisschen. Also die müssen auf jeden Fall Attack invested sein. 45 ist viel zu viel Schaden. Die sind hier zu 100% Attack invested. Maybe sogar Adamant. Nee, Adamant nicht, aber die sind Attack invested. Könnten wir resten? Wir haben kein Item mehr, ne? Wir sind am Full Life, aber wir sind dann gesleept. Und ich glaube, das Ding killt uns. Nein. Doch. Bruder, der macht uns keinen Schaden mehr. 31. Wenn ich jetzt. Der ist geburnt. Ach, der ist geburnt. Bist du eigentlich? Wir resten hier, habe ich gehört. Bis dahin. Okay, rest. Das ist halt. Dann. Ah nee, Chester Barry ist eh weg. Ja. Die wissen, dass wir resten. Die wissen, dass wir resten. Vielleicht wechseln sie halt jetzt darauf raus, aber dann haben wir halt ein volles Perfekt. Perfekt, so. Still. Wollen wir Rest drücken? Können wir. Na komm. By the way. Och Mann, das tauntet uns. Scheiße. Das ist ein Taunt dabei. Scheiße, wir können nicht Aromatis-Dinge machen. Hätten wir Body Press oder Shadow Boy drücken. Wollen wir raus aufs. Wollen wir jetzt auf. Die Frage, die ich jetzt stelle, wollen wir jetzt auf Latias raus? Das ist ein Burnt Drapion. Die machen das probably keinen Schaden mehr, oder? Die sind halt nicht Adamant, das weiß ich. Hat Drapion eigentlich irgendwelche crazy Moves, über die ich nicht weiß? Der hat Agility, der hat Leech Life. Er hat Knockoff und Taunt schon mit. Der T-Spikes, die könnten jetzt hier auch ein T-Spike sehen, glaube ich aber nicht. Ich glaube so ein Übrigens, Set der Drake, ein Draco one-hitted hier. Ja. Wollen wir in Nati, wir leben einen Hit und wir können dann immer safe Draco drücken? Ja, glaube ich schon. Aber sie haben auch die haben noch nichts gedrückt. Oh mein Gott! Was? Ah! Irgendwas ist falsch! Gotta go fast, Pokémon, boy. Was hat mir getan? Wieso bin ich schneller als meine Gegner? Das sollte so nicht sein. Wenn du nicht mehr Rudi oder fucking Emre als Mates hast. Du hast jetzt. Obwohl, Rudi ist eigentlich voll der schnelle Spieler. Ihr habt Season 2 ja, auch voll. Rudi ist gigaschnell. Ich hab den immer nur hart zurückgehalten. Ich und Rudi. Was ist der Kalk? Also, ich glaube, ich und Rudi haben auch übel fast gespielt, als wir in der. WOCP oder in der WOCP Gen 5 Liga zusammen gespielt haben. Lati kommt, drückt sie Knockoff, passt. Aber Barry ist weg, die können uns nicht twitten und Draco kommt jetzt. Richtig? Danke. Können auch Mystical feiern. Ja. Könnten auch Auras 4 drücken. Auras 4 killt ja nicht. Nicht? Nein. Das Ding hat. Oder HP auf. Ich meine, Mystical Fire ist ein Need für.
Weil übrigens, auch Draco muss hier nicht gehen. Na, ich will es nur sagen, what? Wenn sie Full HP sind. Was ich ja vermute. Ja, komm, drück Draco. Lass uns den ersten Draco der Season droppen, come on! Wir haben keinen Draco Switch in, sie wissen, wir waren Haber im Barry. Oh, wir haben Chansey, bist du dumm? Ja, stimmt. Ja, okay, sie haben Chansey. Aber in Chansey gehen wir einfach wieder in Kofak raus. Sei wer. Like, nichts wechselt in Draco Rat hier rein. Außer Chansey. Also, wenn, müssen sie jetzt hier auf Chansey rausgehen. Draco ist halt jetzt ziemlich crippled, muss man sagen. Warte kurz, ich change nochmal, weil ich jetzt was gucken möchte. Chansey kassiert übrigens von einem. Von der Aura. Draco macht mehr Schaden. Let's go. Natürlich macht das mehr Schaden. Das ist rechnerisch so einfach. Draco macht immer mehr Schaden als alles. Ich weiß, Dab Draco ist halt besser als ein 80er Move plus mal 2, weil Stab Draco mehr als 160er Stärke hat und an. Ne. Und wie viel hat Stab Draco? Ich glaube, 100. Ungefähr 105. Warte mal, ich muss überlegen, wie viel war es nochmal? 1,2? Was? 195. 195 sogar. Ich wollte gerade sagen, 1,2 war es, nicht 1,1. Ja. Nein, 1,5. 1,5 ja. Ist Stab. Stab ist 1,5. Bitte, was? Bist du eigentlich komplett tot? Ich dachte, wir hätten uns getrennt in der zweiten Season, damit wir als bessere Spieler Season 4 zurückkommen können. Aber nein! Ganz kurz, ich habe halt gewusst, dass Stab einen kleinen Boost gibt, aber ich dachte jetzt nicht, dass es so viel wert ist wie ein fucking Band. Du bist halt auch wirklich garbage, ne? Die überlegen immer noch, oder? Cancel ja. Vielleicht mal kurz. Das? Cancel cool. Tatsächlich. What the fuck? Jetzt müssen wir irgendwie unsere Wartezeit füllen. Das kenne ich nicht. Was soll denn das? I don't know, so, ne? Ich drück, da ich wieder Draco... Oder so nein, ich tue mit, nein! Ich drücke jetzt hier Draco, sie wechseln auf Chansey, okay. Ja, doch klar. Das ist ein Spätstep Chansey, schön. Spätstep Chansey. Cool, Kof... Hast du sicher? Spätstep, Full Spätstep Chansey? Ja. Yep. Das war eine Minroll. Das war eine Full Spätstep Minroll. Ja. Also, two-shot den, echt na toll. Nee, das ist Full, das ist Fistef, sorry. Fistef. My bad. Inter. Also Full HP. Full HP, ja. Probably. Also, die sind auf jeden Fall Full HP, aber. Und dann probably nicht Spätstep, also. Möglicherweise ist auch Lando Switch ein Ding, ne? Ja. Yeah, maybe. Wie viel Schaden machen wir mit, wie ist eigentlich unser Kalk gegen Rotom mit Coco? Aber wie gesagt, wir tooten den nicht, wenn der Spätstep ist. Wieso tooten wir den eigentlich? Weil der keine Elektroschwäche hat. Scheiße, und der ist viel zu leicht, dass Grass noch Schaden machen würde. Ja, ist mir schon klar. Wie viel machen wir Drapion? Killen wir Drapion auf der Range? Lass mich mal. Coco. Drapion. Wie viel hat Drapion? 75 und das wird auf 75 bleiben. Ja, das ist eine 50-50. Das ist so eine Kacke. Mit Thunderbolt. Ist das so? Drapion. Hätten wir nicht eine höhere Roll würfeln können? Oh Mann. War ja eine High Roll. Es ist ein möglicher Play hier auf Lando zu gehen. Oder sogar, es könnte sogar ein Play zu sein, hier auf Ace zu gehen. Wenn sie hier Toxic drücken, dann nicht.
Wir haben so mal Therapy. Ja, okay. Wollen wir auf Ace gehen? Ich weiß nicht. Kann Ace hier schon? Ace kann hier nicht. Aber Ace kann halt hier High Jump drücken. So. Ja. Und dann switchen, wenn du verstehst. Nee, wir gehen nicht in Ace. Den High Jump riechen sie. Wir können nicht Ace gehen, solange sie noch Blisse verloren haben. Ich will keine 50% kassieren. Ja, ja. True. Lando. Lando oder Koffek? Wir können halt Kofak Body Press drücken so und dann gucken, ob wir irgendwie Schaden machen auf irgendwas. Oder halt wir drücken wieder Shadow Ball. Was ist? Ja, oder Rest. Ja, die Frage ist halt, erwarten sie das nicht und wechseln dann irgendwas safe raus? Ja, das ist halt das Problem, ne? Die könnten halt jetzt hier auch Teleport drücken, natürlich. Ja, ja, die können aber jetzt hier auch Teleport drücken, deswegen, aber ich würde Lando gehen. Wir können doublen. Ja. Ich glaube, Teleport, ja. Ah, jetzt mag ich Lando weniger. Weil jetzt kommt probably Memo rein oder Medi. Medi wäre schlechter, glaube ich. Medi wird definitiv schlechter. Mal Memo One-Shot ist uns doch einfach, oder? Bandit. Bandit, ja, Scarf, nein. Wir haben keinen Intimidate drauf, ne? Ich weiß. Dann ja, dann. Genau, das ist es ja. Mit Intimidate würden wir leben. Und mit Intimidate leben wir so. Holy shit, ist das crazy. Kurz, lass mich kurz gucken, Lando. Ja, mit Intimidate können wir einen Icicle Crash überleben. Genau. Ice Shard tötet uns halt nie. Band Ice Shard. Machen Scarf überhaupt 50? Lass mich kurz gucken. Darf und dann in dem Fall mache ich mal wieder dann Intimidate. Ja, knapp über 50. 53 bis 63. Da wäre Death so. Da wäre jetzt sogar fucking Death Invest gut gewesen. Holy. Oh mein Gott, die überlegen immer noch. Ja, die müssen jetzt überlegen, ob sie in Medi Champ oder Memo gehen. Ja, ich glaube, die sind gerade ziemlich hart. Ja. Noch kam halt nicht unsere Carries raus. So, wir suchen gerade halt irgendwie. Wir suchen gerade den Moment, um einen der Damage-Dealer safe reinzubringen, ohne dass es Nachteile gibt. AKA, könnt ihr bitte Blissifalon irgendwie dumm sacken? Dankeschön. Oder vor allem Chansey dumm sacken. Von Chansey dumm sacken bin ich ein wirklich großer Fan. Weil Fake-Out Ice Punch killt halt Lando hier, ne? Auch trotz Yachi Berry. Wir könnten halt direkt drauf gehen. I guess. Ne? Aber sie würden jetzt. Man drückt hier immer. Ja, wir gehen hier raus. Sowas von. Haben wir einen Kofak? Nee. Yeah. Todeskuss. Wir haben jetzt ein Problem, Kofak ist low, ne? Ja. Wir könnten jetzt hier trotzdem auf Kofak rausgehen, weil, dann könnten wir gucken, ob sie Zenith Bot dabei haben. Oder Fake Out insgesamt, oder ob sie jetzt hier einfach auf Ice Punch gehen. Wenn sie einfach auf Ice Punch gehen, ist das Ding am Leben. Weil wir haben, machen maximal 28-1. Und die kriegen Mami als Fähigkeit, Pure Power ist weg. Ne? True. Können wir Kofak gehen? Wahrscheinlich ist Kofak gehen und dann einfach Coco Pressure an der Play, oder? Ja. Backout. Drücken Mega. Sein Head. Sie haben's predicted sogar, aber wir bleiben einfach drin und drücken Shadow Ball, ne? Oder nicht? Willow? Oh. Das können wir auch machen. Ist auch gut. Willow, okay? Leben wir irgendwas hier? Wir leben alles aus unserem Zen-Headbot. Also der kann aber missen, ne? Nochmal. Wir gehen ja auf Willow. Wir gehen ja auf Willow. Zen-Headbot kommt. Your Power ist weg. So. Dann mache ich jetzt mal, dass Mami drin ist.
Kann man einfach auf Mami stellen? Nee, man kann einfach auf Nan stellen, ne? Warte. Ja. Nee. Warte, was macht Pure Power nochmal? Double Attack. Double Attack, ne? Ja. So, dann gebe ich dem einfach mal als Fähigkeit irgendwas, was keinen Sinn macht. Levitate. Nein, keine Ahnung. Was kann man dem als Fähigkeit geben gerade? Nee, nicht Zen Mode. Healer. Healer? Das ist immer gut. Oder warte, kann man. Ich gehe mal kurz auf Pure Power. Gibt es ein extra Mami vielleicht Ding hier? Maybe. Gab's da nicht irgendeinen Regler, dass du einfach Mami einschalten konntest? Ja, das gucke ich gerade hier. Battery, Aurora, Veil, Tailwind, Helping and Foresight, Foresight 9. Gib die Fähigkeit, Mami. Ich glaube, ich stelle einfach auf die. Ich glaube, es müsste irgendwo hier sein. Hier. Genau. Perfekt. Der macht jetzt. Also, willst du jetzt die guten Nachrichten hören? Er kann Lando mit einem Ice Punch nicht twitten. Also, doch, er kann Lando mit einem Ice Punch twitten jetzt. Nur noch. Aber nicht, also, der macht halt weniger als 50%. Immer Coco. Geh jetzt auf jeden Fall Coco, weil Coco jetzt. Schau mal den Kalten auf. Coco ist jetzt live, Baby. Ja, Coco, Destiny Gleam wanted to den. Ne? Gucken wir nicht, wie Switch. Können wir halt auch machen, aber ich habe halt immer noch Angst vor diesem Memo. Und, Memo-Swine passiert von dem Destiny Gleam auch 44 bis 53. Bären. Weiß halt nicht. Entweder drücken wir das. Wir haben viele Möglichkeiten. Ah, Coco glaub, ist hier. Mal Coco. Ja, warte. Oder? Mega Medichamp mit Mami. Naja, wir gehen Coco. Diesen macht ganz irgendwie mit Bullet Punch. Der Bullet Punch. Oh, stimmt, der Bullet Punch, ne? Ich glaube, Electric Resident of Steel, oder? Keine Ahnung, Bullet Punch macht so viel wie Fake Out. Also. 14 bis 16. Okay. Gleam. Also, wir könnten Gleam drücken, wir könnten Predicten oder wir drücken Word Switch. Ja. Ich glaube, die sacken das hier nicht. Safe. Nein, warum sollten sie? Das heißt, wir drücken jetzt hier entweder Grass Knot und hoffen, dass sie nicht auf Chansey gehen. Oder drücken Volt Switch. Ja, macht das eigentlich auch fancy. Volt Switch oder Gleam? Not. Alles. Ich will alles wissen auf fancy. Thunderbolt am meisten 14 bis 16. Danach Volt Switch 10 bis 12. Destiny Gleam 9. Ich immer. In Chansey. Immer in Chansey. Drücken wir Volt Switch. Ich glaube ja, oder? Jo, ich denke auch. Die haben keinen Grund, nicht in Chansey zu wechseln. Warte, ich will kurz was gucken. Wieso haben wir nicht? Vielleicht hätten wir wenn wirklich ihr irgendwo Toxic drauf spielen sollen. Ja. Hm? Ich hätte überlegt halt, aber der Lando U-Turn gefällt mir. Wenn halt jetzt Lando dann reinkommt, ne? Gegen Chansey können wir halt immer Knock-Off drücken. Oder Rocks. Auch gut. Oder Switch. Ja, drücken wir wahrscheinlich 12. Nice. Was? Nochmal nachhalten. 12 ist. What the fuck, warum? Warte mal. Das hat Spätstef im West. Ganz sicher. Wir hätten 14 machen sollen. Nee, 12, das ist eine Maxwell, sorry. Ist gut, ich habe auf Wort. Insplit. Alles gut, das ist normal für Steph. Das ist ein ganz normales Chance. Okay. Drücken wir jetzt nicht auf, gehen wir jetzt nicht auf Lando und drücken immer Knockoff. Weil übrigens, Knockoff. Wie viel nimmt Maddy von Knockoff? Maddy Champ, Mega. Lando, die Knockoff 27 bis 33. Oh. Das kann halt mit einem EQ zusammengehen. Das sehen.
Aber das Problem ist, die drücken dann Fake Out, weil wir haben jetzt kein Fake Out Switchen mehr. Ja. Und die haben Pure Power wieder. Die kriegen auch nicht mehr die Fähigkeit. Ne? Ja, schon klar. Ich weiß, wie Mami funktioniert. So, wir müssen jetzt auf jeden Fall Lando gehen. Ich glaube, es gibt keinen anderen Plan. Doch. Ace und U-Turn. Ja, aber nee. Um Blissiphon reinzulocken. Ich glaube, Lando ist viel besser, weil Lando so viel mehr Optionen hat und Lando hat... Na, ich frage mich halt gerade hier einfach nur eins. Können wir nicht einfach jetzt die ganze Zeit Vote-Switch U-Turn abwechselnd drücken? Ja, möglicherweise, ja. Guck mal, Blissiphalon kommt rein, wir drücken U-Turn, ne, und dann gehen wir einfach erstmal in Florges. So, ne, sagen wir mal. Wäre doch eine Idee. Warte. Ich glaube, wir gehen nach Lando jetzt, okay. Oder? Okay, dann können wir Lando machen. Ja, Lando. Drücken wir U-Turn oder U-Turn, Rocks oder Knockoff? Werden sich hier teleporten, ist die Frage. Ja, yeah, basically, that's... Knockoff? Ich glaube, die werden nicht teleporten. Weil wir Knock haben können, sag ich. Ja, Ich würde hier trotzdem aber knocken, wir haben... Keine Ahnung, Knock würde uns halt, glaube ich, das Game gewinnen. Ja, wollen wir knocken, falls sie es tun. Und Knock wäre nie ein so schlechter Play, oder? Ja, wäre es nicht. Wollen wir hier Knock drücken? Wie viel macht er eigentlich U-Turn gegen Maddie? 30 bis 36. Ich glaube, Knockoff. Das sind der Fan, ja. U-Turn? Knockoff, ja. Ich glaube, ich würde hier Knockoff gehen. Ja. Ich glaube, Knockoff kann uns hier legit das Game gewinnen. Hm? Wenn die blöd sind. Hast du gedrückt? Ja, aber hab ich. Cancel. Das ist Information, die es wert ist, zu canceln. Was ziehen wir daraus? Wir drücken jetzt. Eine halbe Minute nochmal noch. Wenn sie es dann noch nicht gedrückt haben, wissen wir, dass sie irgendwas Krasses überlegen. Okay, sag mir, wenn ich drücken soll. Okay. Wir machen die fucking Mindgames, was zur Hölle? Sag mir, wenn. Guck mal jetzt. Die gehen auf Wash. Wash hat. Warte. Helmet, okay. Wir drücken U-Turn. Oder? Nee, warte. Doch, das ist defensiv. Wir sind schneller. Sicher? Ja. Nochmal Damage Nachteil. Nochmal sicher den Damage Nachteil. Wir wissen noch von vorhin, das ist Full HP. Auf jeden Fall. Also, nee, wir wissen noch von vorhin. Oder? Nee, warte. Wir haben den noch gar nicht. Der hat kein Damage. Der hat keinen Schaden vorhin gemacht mit seinem V-Switch. Das meinte ich. Der könnte Speed sein, natürlich, ja. Knockoff, 25. Full Fist Death. Also sind wir schneller? Wir sind, warte. Müsste Bolt sein, ne? Haben wir Speed Invest drin? Wir haben keinen Speed Invest drin. Sag mir, dass du 8 Speed Invest reingepackt hast, wenigstens. Ich habe 8 Speed Invest reingepackt. Wir sollten schneller sein und wir können jetzt hier ganz gemütlich auf Luton gehen. Luton gehen? Ja. Woran wechseln wir dann? Übrigens, warte kurz, kleiner Tipp, Hydro One hit uns. Yeah. U-Turn. Aber woran wechseln wir danach? Wir machen wie viel mit U-Turn? Könnten Lati wechseln, oh, probably. Statt Mystical Fire Toxic spielen sollen. Ja, aber ich habe mir gedacht. Ah, ich wollte doch Charge Beam spielen, ich hab's wieder vergessen. Fuck! Das war das Ding! Dumm. Mit Charge Beam hätten wir. Ah. Mit Charge Beam hätten wir so eine geile Position, oh fuck! Ich bin dumm, sorry. Ach, du bist dumm. Ja, ich hab's vergessen umzuändern. Egal, wir haben jetzt Mystic Fire, falls Blissiphalon. Wir können den wieder senken. Hast du schon U-Turn gedrückt? Nein. Soll ich? Irgendwas gegen U-Turn drücken? Rocks. Woran gehen wir dann? Kommt drauf an, ob sie hier wechseln oder drin bleiben, würde ich sagen. Ja, was wenn sie drin bleiben? Logis?
Nehmen wir nicht mit Florgus unendlich viel Momentum? Warte mal. Was, wenn die. Die haben doch jetzt einen gigastarken V-Switch, oder? Meinst du mit Coco oder was? Ja, nein, die haben einen gigastarken V-Switch. Ja, schon. Wie viel macht der Florgus? Weißt du, was für eine Spätze Florgus hat? 15 yeah, bis trotzdem, 18. Das ist... 15 bis 18. Oh, boy, ist Florgus geil. Jutan. Die bleiben drin. Dann Florgus, ne? Oder? Florgus oder? Florgus oder Latias? Passiert Lati. Oder Coco. Oh, und Draco würde hier win. One again, ne? The range. Killt Coco Rotom? Nein, gerade. Hatte Coco. Ja, nee. Noch nicht. Das Ding ist halt. Ich hier gerade ein Ace zu gehen. Weil ich will wissen eigentlich, mit was kommen sie in Ace, mit was kommen sie rein? Das sind die Title drücken. Ja, true, stimmt, sorry. ich gehe halt so von V-Switch aus. Eigentlich in beiden Fällen sollten wir auf Florgus gehen, weil Florgus das meiste tankt. Könnte er mit Florgus versuchen, sowas wie Lati hochzubringen wieder. Lati könnte Scarf sein, oder? Was ist? Lati wurde genockt. Scarf sein. Ah ja, der wurde genockt, genau. Ich dachte nur. What do we do? I don't know. Ich glaube, Florgus. Irgendwie fühlt sich Florgus bad an. Okay. Ich will Florgus nicht mehr spielen. Lati, sagst du? Weiß ich nicht. Florgus fühlt sich bad an. Ich weiß nicht, was passiert, actually, wenn wir Florgus spielen. Die könnten auf Memo gehen. Memo könnte kommen. Ja, gefährlich. Rapion ist nicht mehr so gefährlich. Medi könnte kommen. Wahrscheinlich ist Florgus der Play, oder? Na, ich weiß es nicht mal. Nee, Florgus brauchen wir noch am meisten mit. Ich glaube, Lati brauchen wir nicht mehr wirklich. Oder? Achso, warum brauchen wir Florgus noch? Obwohl, doch. Ja, doch, komm, lass den Florgus. Wir haben eh nur noch unseren offensiven Core. That's actually damn good. Das ist ein Free Moonblast. Und that hurt. That hurts. That Moonblood hurts. 112 Spätze-Tag. Die können jetzt nicht auf Chansey gehen, oder? Warte. Chansey hat Natural Cure, oder? Chansey hat Natural Cure. Wieso ist Chansey so ein cooles Pokémon? Wenn sie jetzt in Chansey gehen, ist das Problem, dass wir halt dann kann das Softball. Ne? Überlege, Moonblast tut hier halt dem meisten weh. Wir können halt meisten ist ja nicht gut. Wir können aber auch hier Dublin auf Lati, nicht Lati, sondern hier auf dann in dem Fall auf Lando. Oder halt vielleicht Ace sogar. Aber die V-Switchen hier noch. Hey, wir wissen doch, dass sie V-Switchen, oder? Dann könnten wir hier in Lando gehen und wieder U-Turn drücken und dann wieder im Florgus. Wir würden damit, wir würden Rotom dann. Wenn wir jetzt auf Lando gehen, die V-Switchen und wir U-Turn drücken, dann ist der in Coco-Range. Dann ist der in Coco-Range. Ist es unser Play? Safe, oder? I guess. Playen die das? Die playen das nicht. Obwohl, warte. Wir haben keine Electric Terrain mehr. Oder? Where the problem? That's the problem. I guess, Where the problem?
Dann killen wir nicht, weil wir mit Thunderbolt versuchen zu killen. Oh. No. Oh, that's bad. That's bad. Also, ich guck mal kurz, ne? Trotzdem ist es, glaube ich, unser, okay. Ohne Terrain muss der auf 36 bis 43 sein. Yeah. Aber trotzdem, wer sagst du, Lando? Wenn sie hier jetzt nochmal Hydro drücken, dann sind wir im Arsch. Hydro killt zwar nicht, das Lando, aber trotzdem. Dann nehmen wir das Game, klar. Ja. Egal. Wir könnten auch jetzt wieder auf Lati rausgehen. Das wäre die gleiche. Das wäre wie eigentlich wie ein U-Turn. Nur dass jetzt halt hier auch Hydro kommen könnte. Also es ist halt genau das gleiche hier. Eigentlich. Ja, aber alle, ist das Problem ist, dass alles immer dazu führt, dass sie in Fancy wechseln. I know. Das ist leider gerade das Main-Problem. Ich war. Heißt, du willst wirklich in Lando? Lando ist halt jetzt das, was am obvious. Lando ist jetzt am meisten obvious. Latias könnten wir machen. Nein, Lando into Latias. Lando into Latias, sagst du? Ich glaube, die bricken das nicht. Ich glaube, die V-Switchen hier. Ich vertraue dir. Wenn die jetzt bricken. This one. U-Turn, oder? Irgendwas, das dagegen spricht. Chancy wechselt in uns rein. Obwohl auch dort, ich sagen würde. Ist halt jetzt gerade auch ein Blick. Naja, wenn eine Chancy jetzt in uns hart reinwechselt mit U-Turn, na dann. Stell dir vor, wir drücken jetzt Rocks. Und die drücken V-Switch. Ja, die wechseln halt hart raus. Ja, eben, das könnte sein. Wir könnten auch jetzt hier probieren, Rocks zu legen. Ich sag nur, Lando ist nicht. Lando ist safe schneller und der ist nicht 2-Hit. Auf der Range. Wir könnten hier Rocks rauskriegen. Rocks ist halt ein Predict. Willst du? Probieren? Das musst du entscheiden. Oh, ich hab Bock. Rein da. Oh. Ganz wild. Okay. U-Turn. Insane value, right? Ja. U-Turn. War das nicht gerade absolut dumme Value von uns? Nein, nein, warte, der kann ja defoggen. Eben. Er könnte jetzt das letzte Defog haben. I don't know, ob der jetzt das letzte Defog hat. I think he does, right? Wollen wir U-Turn drücken und dann auf Lati gehen? Bringt uns das was? Maybe. Ich glaube, das war ein dummer Play von uns. Ich glaube, das war kein dummer Play von uns. Wir kriegen den Free Draco raus, wenn wir auf Lati gehen, sagen. Na, was heißt Free? Wir kriegen einen Draco gegen Chansey raus. Richtig. Ich glaube, U-Turn ist hier der Play. Ich glaube auch, U-Turn ist hier. Könnte auch in sowas wie Ace gehen. Mhm. Also, was macht Ace hier gerade? Ah, der ist für Steph, ne? Ich glaube. Kannst du nochmal nachfragen? 18% U-Turn. Der ist hier schon für Steph, ja. 18% U-Turn ist eine High Roll gewesen. Eine High Roll. Ace macht hier mit High Jump 30 bis 35. Wenn halt jetzt hier reingehen und U-Turn drücken. Wir könnten reingehen und U-Turn drücken. Ja. Und dann möglicherweise Coco gehen. Wir müssen jetzt gucken, ob wir hier jetzt erstmal Volt Switch drücken, ne? Oder Hydro.
können jetzt hier auch Hydro drücken. Die haben immer noch. Müssen nicht die fangen. Ja, yeah. Ich glaube, dass die fangen. Das versuchst du gerade zu predikten und sagst, die drücken die Fog. Und wir gehen jetzt hier in Ace und wenn sie nicht die Foggen, haben wir verloren, weil Chance alles wegwort. Die Frage ist, gewinnen wir, wenn wir das nicht tun? Könnten, weil ich weiß jetzt nicht. Ein Cinderace U-Turn macht halt 16 bis 19. Cinderace U-Turn. Warte, packt Cinderace U-Turn die eigentlich in Coco Range? Gerade wenn Coco wieder reinkommt, ich glaube ja. Dann kommt halt Chansey rein. Das heißt, glaub. Ja, da kommt doch einfach immer Chansey rein, oder nicht? Ja, es ist nur trotzdem eine super wichtige Frage. Weil dann Rotom potenziell ein Switch in. Oh, wait. Ich überlege gerade. U-Turn, wenn wir jetzt hier U-Turn drücken, ne? Ich meine, jetzt Coco, also Ace U-Turn. Coco U-Turn. Ne? Ace U-Turn, Coco ja. U-Turn, Ace. Weil. Dann drücken die alle Hydro und wir werden gefickt. Nee. Die müssen ja nicht drin bleiben. Das meine ich ja gerade. Wenn sie jetzt hier Volt Switch drücken, meine ich jetzt. Oder halt jetzt die Foggen. Und wir auf Coco gehen und dann auf Coco V-Switch drücken, weil das werden wir ja tun. Ne? Ja. Wir können jetzt halt aber auch hier Pain Split drücken, weil die wissen, ne? So, das denke ich gerade. Dann überlege ich ja auch einfach Lati zu gehen. Weil ich glaube, dann ziehen sie sich was ab mit dem Pain Split. Glaube ich nicht. Doch, Rotom hat echt wenig HP. Rotom hat 64%, ne? 64% ja. Sind weniger Leben als unser Lati. Zieht sich so 2% ab dann. Du meinst, es gaint 1-2%. Ne, es zieht sich was ab. Es hat gerade mehr als wir. Wenn es weniger Leben hat? Es hat gerade mehr als wir. Okay. Wir haben weniger Leben auf Lati. Auf 20 HP. Ja. Das heißt 10 HP. Das zieht sich ungefähr 10 HP ab. Das ist. Ja, es geht auf 61 runter dann. Kleines Beispiel, ne, weil die sind ja ungefähr auf 95, das ist glatt 64. Ace möchte dann nicht reinkommen. Blog ist sowieso nicht. Und Coco auch nicht. Coco zieht, wird auch eigentlich recht viel abgezogen. Coco verliert 40 HP. Verliert 40 HP, also kommt jetzt Pain Split, Defog oder Hydro oder Volt Switch? Defog. Du sagst Defog? Dann ist probably Ace der beste Play. Ace ist nur Ace ist der schlechteste Play, wenn sie hier Hydro drücken. Das ist eine 1-4 Chance. Das ist offensichtlich. Das ist keine 1-4 Chance, glaube ich. Naja, doch. Also theoretisch. Wir müssen jetzt halt nur die Wahrscheinlichkeiten, ja. Was schlau wäre, dazu berechnen. Dann würde ich sagen, ist es eine 1-3 Chance. Weil ich glaube, oder. Nee, doch, trotzdem. Alles 4 ist geil hier. Sie können hier Defog drücken, sie können hier Pain Split drücken, sie können hier Hydro oder Dings. Alles 4 kann ja, sie machen. Halt auch. Alles 4 ist ein Progress Play für die in irgendeiner Shape Form. Ja, genau. Die Frage ist jetzt, was ist unsere Antwort, welches uns Progress geben soll? Die Frage ist, was ist deren bester Progress Play? Rocks tun denen nicht so viel weh, glaube ich. Ich glaube, nur Blissifalon. Ich möchte halt nicht gerne da rein. Ja, bei Blissifalon ist halt geil, weißt du? Ja, Chansey, I guess okay. Medichamp ist jetzt angechippt, dass Ace den one-hittet. Ne? Ist Medichamp nicht bei 100? Doch, aber Rocks, ah, ja. Meine ich. Ja, true. Denk ich, vielleicht ist ja. Defog sogar ganz gut. Sagt, Robin, ich möchte es. Die drücken Defog. Die drücken Defog, Ace. Also, okay. Richtig? Ja, wenn das deine Antwort ist, dann machen wir das. Ah, oh, your God. Your turn, bitte. Okay. Probably yes.
und dann schauen, ob die drin bleiben oder rauswechseln. Jo. Oder ob sie maybe V-Switch drücken. Gott, ist Rot am gut gegen uns. Holy oder ob sie maybe V-Switch drücken. Gott, ich hasse Flawless inzwischen. Okay, ich werde mir nie wieder Flawless draften. Warum hast du Flawless? Ich habe darüber nachgedacht und ich hasse es. Alles klar. Kam jetzt ein bisschen random. Als Flawless, dieses Monster zu sehen, selten Progress Plays. Übrigens, sie dürfen nicht in Coco wechseln, ne? Ja. Kann hier ein Painsplit kommen. Was? Dann ist er nicht mehr in Range. Wir müssen halt hoffen, dass der U-Turn ihn in Range bringt und er dann V-switcht in jetzigen Turn. Weil sonst teilt er sich wieder hoch. Also basic, was wir jetzt eigentlich machen, wir gehen gleich wieder in Lando. Dann hast du schon gedrückt. Ja. Cancel. Cancel, ja oder nein? Ja, mach mal. Haben wir irgendeinen anderen Play? Auf einen Predict, welcher bedeutet Bolt Switch, dann Pyro Ball drücken. Welcher halt ja. Huge Progress wäre, wenn sie hier Bolt Switch drücken. Ja. Warte, was nochmal? Sorry. Wenn sie hier Bolt Switch drücken, ist hier der beste Play Pyro Ball. Weil, was kommt da jetzt auf den Pyro Ball als Antwort mal rein? Nichts. Jana, wir drücken immer etwas gegen die. Entweder sie wechseln direkt raus oder wir U-Turn. Ich lasse sie nicht Bolt-Switch drücken. Wenn sie Bolt-Switch drücken, was passiert dann? Achso, ja, stimmt. Dann drücken sie Slow Momentum. Ui. Sick für die. Eigentlich schon. Willst du U-Turn drücken? Na schon. Ja. Ich glaube, wir haben keinen anderen Play. Bleib drin. Wenn jetzt Wall Switch drückt. Sehr gut. Auf was willst du gehen? Lati würde den bei Painsplit am wenigsten hochheilen. Yes. Dann kommt aber Chansey rein. Ne? Wie viel macht Lati eigentlich gerade auf dem? Lati tötet den gerade. Lati tötet den sogar. Auch nach Plansplit? Wie viel Prozent hat der gerade? 70, ne? 47. 47 und wir sind auf, wie viel Leben waren wir? Kannst du sagen? Genau? Ja. Also ich guck nach schnell. Ich kann 1-7-1. Das heißt, lass mich kurz meine Arzt-Fähigkeit machen. Sie kriegen ungefähr, ich sag mal, 15 HP dazu. Ne? Also, wir one-shotten die dann immer. Also, sie müssen raus. 1, 5, 8 ist 52, die müssten raus dann. Ja, richtig. Ich glaube, Latios ist der Play, oder? Und dann doublen. Ja. I guess. Halt drin bleiben und dann gehen wir halt ein. So, ja, also, hast du gedrückt? Ich drück auf Lati jetzt, okay? Nein, du hast nicht gedrückt. Die V-Switchen. Scheiße, ich wäre so gerne in Lando gegangen, weißt du? Ja, das wäre wirklich. Ich glaube, das wäre sogar auch der bessere Player gewesen. Nee, ich glaube nicht. Hydra hat uns nicht gekillt, ne? Wir hätten das Ding hier drin. Ja, kriegen. Wir hätten krass Lost gemacht. Wir hätten. Was denn? Lost gemacht und Leben auf Lando, was? Wall Switch, Bro. Wall Switch. Ja, aber es war nicht der Play. Ah, ja. Weil sie hatten zwei Plays, womit sie Hard Progress machen.
Aber das ist jetzt, Lando. Das ist jetzt huge. Er hat nicht Pain Split gedrückt und ist kein Coco Switchin mehr. Ja. Obwohl er war eh kein Switchin, aber er wird jetzt gewonshottet. Ja. Aber der reinkommt und drin steht, ist der tot. Das heißt, die können den jetzt probably sacken. Und wenn sie den sacken, haben wir schon mal einen Thread weg. Von 5. Weil Pion Draghi ist kein Thread mehr. Der ist two-shotted, Ace den jetzt. Ja, glaube schon. Pack das bitte nach. Ace, nee, Roll. Roll. Ugh, das ist eine eklige Roll. Nee, warte, die haben kein Item, Das spielt garantiert wegen Leftovers, ich muss das Item wegmachen. Oh Gott, yeah. So gut, dass die Dinge genau also High Jump two-hitted den. High Jump two-hitted den. Das Ding ist halt. Wir können nicht High Jump drücken, solange da Blisse verloren ist, ne? Und übrigens, sobald wir mit Ace drinne sind und sie auf Blissifalon wechseln und wir entweder U-Turn drücken, wenn wir U-Turn drücken, dann ist es halt ganz okay für uns. Das Ding ist, mit was denn bitte? Ja doch, mit Sucker, stimmt. Oh wait, ja, aber wir sind auf 50% dann, ne? Ich weiß nicht, ob sich das nervt. Obwohl, Ace soll eh keinen Chip kassieren. Das Ding, was mich nur nervt, ist halt, ich habe Angst vor dem, Medichamp wegen Dings. Oder Medichamp Eyeshard. Das nervt mich. Davor habe ich Angst. Deswegen will ich eigentlich nicht Chip auf den Kassel. Ja, aber trotzdem. Also wir würden doch das nehmen. Weil wir dann, Fireball, weil wir dann endlich halten. Chancy kommt. Drücken können. Okay, Chancy kommt. Wir gehen jetzt. So, die Frage ist, auf was gehen wir? Der drückt doch hier Softbolt, oder nicht? Oder drückt Rocks, oder der drückt Teleport. Der hat drei huge Progress Plays. Ich glaube, der drückt hier Teleport. Der Teleport. Wollen wir auf Aurasphäre Crit gehen? Killt ihn das? Nee. Warum sollte es? Keine Ahnung, Chip. Ich glaube nicht, dass sie sich hier heilen. Auf 71%. Wir haben mit Draco, wir haben mit Aurasphäre eine 5-Hit-Chance. Das ist krass. Du sagst, also sie drücken hier entweder Rocks oder Teleport. Ich glaube, sie drücken hier Teleport. Was ist dann der beste Play? Irgendwas zu gehen, wo es. Gerade, ne? Nichts. Gott, ist Teleport broken. Eigentlich Lando hier zu gehen. Oder nicht? Wenn sie jetzt hier Softbolt, insgesamt ist Lando auch hier der beste Play, weil wir einfach dann for free hier Knockoff drücken können, beziehungsweise ich glaube, wir wollen nicht mal Knockoff drücken. Oder? Warte mal kurz. Weil wir nicht ein bisschen drücken wollen. Da haben wir nochmal alles, EQ noch, ne? Wir machen Knockoff auf einen genocktes Rotom. Das wollte ich gerade auch fragen. HP Dev Gold Okay, Knockoff macht 14 bis 17. Das heißt, Knockoff U-Turn killt nicht. Ja. Und wenn die das machen, dann ist das Ding mit einem Pain Split so wieder alive. Ja. Frage ist, in Ace können wir hier nicht einfach reinwechseln, dann müssen wir doublen. Wenn sie aber Rocks drücken, ist hier Ace ganz sexy. Weil dann können wir hier. Ist Ace also giga sexy. Weil dann kriegen oder Healing drücken. Ist doch Ace giga sexy. Ja, schon, weil wir dann eigentlich einen safen Pyro Ball rausbekommen. Wenn sie Teleport bekommen. Oder ein High Jump Kick. Wenn sie Teleport drücken, was gehen sie dann? Teleport gehen sie
Medi. Actually Medi. Medi oder wenn es Garf ist, Memo. Lissifalon dürfen sie nicht gehen. Ist so scheiße, dass Medi auch High Jump so gut tankt, oder? Mhm. Ich würde halt hier. Der tankt halt dafür kein Parapult wirklich. Ja. Ich würde halt. Wollen wir Ace gehen? Ach schon, oder? Ja, ich finde eigentlich Ace ganz witzig. Komm, wir probieren's. Aroma Therapy, der Burn auf Drapion ist weg. Aber warte mal. What the fuck, was haben die für Moves, bitte? What the, hä? Die haben kein, die haben was da, passiert jetzt? Haben sie keinen Rocks? Sick. Softboy, da fehlt noch Softboy, Toxic, Rocks, Seismic Toss. Ich glaube, kann das Ding angreifen überhaupt? Möglicherweise nicht, ne? Drücken wir jetzt hier nicht Pyro. Ist aber egal, weil die ganze Zeit... Warte mal, drücken wir nicht Pyro Ball. Ich will nur anmerken, Pyro Ball kann burn. Ja? Also ich sag, warum ich hier glaube, dass wir Parabol drücken sollten, weil wenn dann jetzt hier ein Blissifalon reinkommt, dann... Aua. Ne? Wie viel nimmt der? 60 bis 71. Oh, what? Ja. Wie viel macht der auf Chansey? 34 bis 40 ungefähr. Das ist gut. Das heißt, wenn sie jetzt hier nicht heilen... Wie viel macht High Jump? Wie viel macht High Jump? Der normal. Macht knapp unter 50 bis 58. Der One der geht hier nicht. Ja. Also ich finde hier Parabol besser, weil zwei Parabols gehen ja auch, ne? Probably the play, right? Jo. Ich glaube, die haben. Die werden hier auf. Cool. Die werden hier auf keinen Fall Teleport drücken. Weil die müssen Angst vor Bandit High Jump haben. Ne? Ja, und auch einfach vor High Jump. Das Problem ist, die dürfen das nicht. Die so haben noch nichts gedrückt. Anschippen. Ja, die dürfen genau. Das halt nicht. Das ist deren Problem gerade. Ich glaube, also heilen die nicht jetzt nicht einfach? Heilen die jetzt nicht einfach? Wenn sie heilen, dann ist okay. Dann sind sie halt auf 90 ungefähr. Deswegen ist, die dürfen nicht heilen, wenn wir beendet sind. Glaube ich. Ist nicht, sagen wir mal, ganz dumm gesehen. Bandit Adamant, wie viel macht das? Wir wissen, dass wir nicht beendet sind. Wir haben einmal U-Turn gegen die gedrückt. Ah, stimmt. Ich will trotzdem wissen, wie viel es machen würde. Haben wir da irgendwie hart gemaxrollt? Ich weiß es nicht. Nee, auf keinen Fall, glaube ich. Kannst du nochmal canceln? Hab ich. So, China. Nee. Wenn wir beendet wären, dann würden wir viel zu viel Schaden machen. 17% auf Rotom gemacht. Ach, ich guck einfach nochmal nach. Muss dann aber Wash so. Das ist anstrengend. Ich muss Wash die ganze Zeit Fit-Dev machen. Yeah. Warum wird auf der Leather 17, ne? Du könntest dir ein eigenes Custom-Set importieren. Aber dann würde es auch bei mir angezeigt werden. 17, ne, wir würden 24 mit Jute. Gibt es noch irgendeine andere Möglichkeit? Keine Ahnung. Wir könnten auch Belt sein. Ja. Right? Ja. Aber ich weiß nicht, ob Expert Belt. Nee, ich glaube auch Belt killt hier nicht, aber Belt würde hier auch gut Schaden machen. Ich weiß wir nicht. Wer macht denn Belt? Die Frage ist, haben sie hier dabei? Wir können sie auch übrigens bauen. Wer macht denn Belt? Jetzt Expert Belt. Expert Belt, High Jump. Auf, ich war noch auf Rotom, deswegen war ich so verwirrt, warum sich nicht geändert hat. Oh Gott. Das hat, ja, 59 bis 96, bis 69. Das ist nicht genug. Ja, außer wir spielen Adamant. Dann können wir killen. Wir sind immer schneller als Rotom, also ja. Du musst die 17% nachhalten, können wir Adamant sein. Ah, stimmt. Rotom. Sag mir bitte, es gibt ein Fist-F-Set. Hier, Pivot. Nee, das ist... Würde reichen. Das wäre eine Minroll.
ist möglich, dass wir Admins sind. Ja. Müssen das dann respekten? Und das ist eine 50% Chance zu killen. Drücken wir dann Powerball? Wir drücken Powerball einfach, komm. Bleib drin, was drückt es? Scheiße. Hier. Pyroboy Spam, Pyroboy Spam, Pyroboy Spam. Wozu? Nein, keine Ahnung, wir haben nicht viele Turns auf dem, ich weiß. Wir hätten hier High Jump drücken können. High Jump, warte kurz. Hätte, wie viel Prozent wären die? 10, 50, 60, das hätte, zwei High Jumps hätten, glaube ich, kriegen können. War zu viel Angst, High Jump zu drücken. Hi, ist ein bisschen dumm, ja, das hätten wir machen sollen. High Jump, ich habe Angst, High Jump. Wollen wir einen Fick auf die 50% geben, weil wir noch einen Flawless haben? Frag ich dich jetzt. Bruder, ich geh schon die ganze Zeit einen Fick auf die 50%, wenn wir dafür High Jump spammen dürfen. Drücken wir High Jump. Please. Wollen wir? Might, might, ja, yeah, might. Okay, lass es. Wollen wir? Wir haben jetzt eine reasonable, Vermutung, dass wir keinen High Jump haben, oder? Ja. Wollen wir High Jump drücken? Sag ja. Einfach. Ja, fuck it. Wir haben noch nicht gedrückt. Aber. Gott. Hänsel müssen wir hier dann nicht. Haben die 1-2 Turns länger gebraucht. Und einmal irgendwie bei U-Turn ziemlich lange überlegt. Das wird nichts mit dem unter 2 Stunden Fight. Wir haben 19 Turns. Wir sind nicht daran schuld, würde ich sagen. Diesmal nicht. Wenn sie Teleport drücken und wir jetzt einen High Jump Crit bekommen, dann liebe ich mich. Dann das ist auch schon wirklich gut. Wenn High Jump Crit kommt, Alter, ich glaube, dann wird Robin jede Season nur noch Cinderace draften. Alter, das ist mir so egal. Nein, ich werde einfach jede Season nur mit dir spielen. Da hat Grippin was mitzureden nächste Season. Nee, nicht wenn du jetzt wieder kritisst. Dann werde ich jeden, keine Ahnung, blackmailen, der mit dir irgendwie versuchen will zu teamen. Und dich auch. Dann darf ich ja nicht Backers beibringen, wie man Pokémon spielt. Eigentlich habe ich geplant, dass du das nächste Season Ich bin halt. Ich hab fucking Angst. Ich sag, bevor ich am meisten Angst habe. Das scheiß Blissiffel. Was ist? Ja, nee, das. Ja, das auch, aber ich hab Angst, dass dieses Blissiffel noch reinkommt und sich dann denkt, ich drück Trick. Und dann denken sie, stehen wir dort mit unserem Garf Libalo. Ne? Aber du verstehst, in welche Richtung es geht. Oder stell dir mal vor, das ist Specs. Wie kacke wäre das? Dann hätten wir das Game verloren. Wir müssen jetzt halt überlegen, ob wir Scarf sind, ne? Das wissen sie noch nicht. Deswegen, ich glaube, deswegen strugglen sie so ein bisschen in Blissifferon zu gehen. Ja. Glaube ich gerade. Wenn wir Scarf sind, sind wir immer schneller als deren. Als die, deren. Warum habe ich hier vorher dran gedacht? Oh mein Gott! Natürlich könnten wir hier auf High Jump gehen. Weil natürlich ist es offensichtlich, dass wir dann Pyro Ball drücken, weil wir Angst vor einem Blissifferlon haben. Ah! Crit mal jetzt einfach, Libalo, danke! Da würde überhaupt ein Crit killen. Kann. Crit kann killen. Aber dann ist er in Coco Range. Robin, dann ist er in Coco Range. Die überlegen mir zu lang, ne? Ich stehe. Ja, Bruder, ich will auch irgendwann mal pennen gehen.
Ich liege inzwischen, ich habe sehr lange gestanden. Ich muss mein Fenster wieder zumachen. Ich bin gleich da. Ich habe mir jetzt eine Jacke angezogen für die ersten paar Minuten, weil mir zu kalt in meinem Zimmer ist. Smalltalk anfangen, keine Ahnung. Ja. Hier, guck mal im Chat, ich fange jetzt mit dem Smalltalk an. Ja, ich hab's gesehen, das ist eine sehr gute Idee. Ich werd langsam müde, muss ich gestehen. Das nicht gut. Aber in eurem scheiß 4-Stunden-Kampf letzte Season wurdest du nicht müde, oder was? Wollen wir eine Runde TFT spielen? Nein! Kurz canceln und wieder. Weil es ein Bug war, oder wie? Vielleicht. Naja, alles gut. Was macht der da eigentlich? Komm, lass mal Wild Rifts. Ja, Mann. Digga. Ist das ein Wein, Emoji? Ja, ist es. Okay. Okay, warte, Robin, ich weiß es jetzt machen. Okay. Okay, mach die. Warte, das kannst du in der Aufnahme machen. Dann am Schnitt. Ja. Bau einen Timer an. Das dauert. Mal gucken. Wir haben noch nicht mal irgendwas, worüber wir reden können. Wir machen jetzt was Tolles. Was denn? Robin, sag mir mal ein Feld. Wir spielen jetzt Tic-Tac-Toe. Willkommen, Robin, nicht. Season 5 Mate. Wir haben gekrittet. Season 5 Mate, wie geht's dir? It's Ace again. I didn't do it. It's cursed. Also, Coco, komm mal ran. Mir ist wieder warm, ich zieh die Jacke aus. Ich hab die Animation nicht mal gesehen. Ich sag doch lieber nur sexy. Bereust du es jetzt, Libero gepickt zu haben? Nein, keine Sekunde. Nicht zwei eine Spieltage, Sekunde, zwei Crits. Zwei Spieltage. Zwei Spieltage, zwei Crits. Und der größte Threat ist down. Wir sind jetzt in einer insanen Position. Free Game. Das ist nie. Robin, sag das nicht. Aber das war halt gerade. Da kommt gleich so ein Memo mit Rest Talk an und fickt uns doch sonst. Ja, Mann. Weil wir es ja auch nicht mit Rest Not One hitten oder so. Das war gerade schon insane. Gott, Alter. Ich glaube, man sollte auf Pokémon einreden bannen. Du wirst ab jetzt U-Turn gezwungen. Gehen wir nicht? Nee, Two-Hit nur. Wir drücken U-Turn und gehen dann auf Lati und dann haben sie kein Draco-Switch in mehr. Haben die legit das Game gewonnen? Die? Nein, wir. Maybe. Ich glaube... Unsere Situation ist ja jetzt so gut. Wir können jetzt... Wir haben noch nicht mal was dazu geschrieben. Ja, wir haben jetzt ein Draco-Switch. Die haben kein Draco-Switch in mehr. Das ist halt... Die haben kein Draco-Switch in mehr? Ja, Wir haben nicht mal einen geilen Flock-Switch in mehr, oder? No, also nee. Drapion, aber... Ja, Drapion geht. Irgendwie... U-Turn.
das Problem ist jetzt, die können jetzt nicht mehr die ganze Zeit Tempo machen und dabei unser Tempo rausnehmen. Ja, weißt du? Weil so, das Ding war, Chansey, das Toxia, das was an Chansey so toxisch war in diesem Matchup, dass es unser Tempo komplett rausnehmen konnte und den Tempo generieren. Ja. For free. Ich würde jetzt hier U-Turn drücken. Das war das Problem an Chansey. Ich würde hier 100% U-Turn drücken. Ja, yeah, aber in was gehen wir? Lati, wenigstens Leben, Draco killed. Und hier, Hydro kann nicht killen. Ja, es ist Lati. Safe ist Lati. Und Lati ist schneller als alles, oder? Yes, it is, außer Scarfa, aber... Ja. Hotswitch kommt. So, was sie auch immer jetzt reinbringen, ist ein Scarfa. Außer es ist das Mega-Medi-Champ. Oder ein Sack. Ja. Wenn sie nicht Medi-Champ reinbringen, ist es ein Scarfa. Ist es mir so egal. Oder natürlich Drapion. Das ist auch kein Scarfa. Bro. Natürlich ist Drapion kein Scarfa, ne? So, klar, aber... You're sure that Drapion is... you're sure, dass sie in Drapion wechseln? Nein. Ich sag's nur. Übrigens, warte mal kurz. Medi ist hier ganz gut sogar. Zwar killt der Fake-Out nicht, aber killt nicht. Uff. Ja. Kann dir doch... Ja. I don't know. Wir schauen, was sie tun. Ich will nur kurz gucken. Lass uns sich der Tausch spielen. Ah, stimmt. Ich mach's. Gib dir unten links. Ich nehm oben rechts. Oh, warte. Ich spiel gegen eine KI. Fuck. Nochmal. Okay, wir spielen jetzt zusammen. Dann spielen das Sticker-Tauschspiel, ja. Nein. Man sieht, okay. Nicht? Alles gut. Wir machen das jetzt. Tick, tack. Go online. Sticker-Tau ist, glaube ich, das schlechteste Spiel der Welt. So, okay, du willst unten links? AI hat oben Mitte gemacht. Ich bin für oben rechts. Wie geht's nochmal Sticker-Tau? Ich bin für oben rechts, vertrau mir einfach. Okay. Haben wir schon gewonnen? Nein. Besser. Oder ist ein Unentschieden? Ist ein Unentschieden. Okay. Ist ein Unentschieden. Also außer der Inter. Dann lass mich mal machen, okay? Ich setze in der Mitte. Ja. Ich mag Mitte. So. Was? Dann. Mitte. Dann place ich unten rechts. Cool. Dann place ich oben. Oben rechts und hab gewonnen. Du musst mir sagen, was die KI ist. Also ich hab gewonnen. 1-0. Oh. Robin, du bist dran. Die KI ist shit. Ja, die kommt auf den Trick nicht so gut klar. Unten links. Unten rechts. Rechts. Ich weiß, wo ich machen würde. 100%. Aber wir haben das Game jetzt gewonnen schon, wenn ich es mache. Ich glaube ja, aber warte, wie haben wir das Game gewonnen? Das ist ja da die Frage. Dumm, was ich einfach nicht. Oben rechts, ja. Wollte ich gerade sagen. Dann machen sie Mitte, wir können oben links machen, haben jetzt eine Zwickmühle. Ja, die haben links gemacht, die haben oben beendet. So, ich guck mal, ob ich wieder mit Mitte gewinnen kann. Wenn die KI gegenüberliegende Seite macht? Aber warte, ich hab gewonnen. Wie das? Ich hab mit Mitte angefangen, das geht immer. Du musst einfach nur den ersten Zug vom Gegner analysieren und weißt, wo du hinsetzen musst. Du setzt Mitte. Der Typ hat oben mittig gemacht. Ich setze unten links hin, er muss oben rechts dodgen. Ich kann oben links hinsetzen, hab eine Zwickmühle und gewinne. Tiefeltau ist so ein schlechtes Spiel. So. Der Spiel entscheidet sich jedes einzelne Mal in den ersten beiden Zügen. Wenn nicht einer der Spieler kernbehindert ist. Das ist so dumm, dass wir gerade Tiefeltau gespielt haben. Was? Es ist so dumm, dass wir gerade Tic-Tac-Toe gespielt haben. Ey, die haben überhaupt nichts gedrückt. Wir haben gerade Chansey gekrittet und spielen dann einfach Tic-Tac-Toe. Das ist so ein Disrespect. Warte. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich habe gerade auf Discord geguckt. Scheinbar spielen wir nächste Woche gegen Rudi. Wir müssen oder beziehungsweise wir spielen nicht gegen Rudi, weil Rudi gerade nicht da ist.
Du hast mitbekommen, was mit Rudi ist? Oh, was? Hast du mitbekommen, was mit Rudi ist? Gute Besserung an Rudi, auch offiziell. Rudi hat sich leider verletzt. Deswegen ist Rudi gerade etwas verhindert. Ob er mitmacht oder wie es ihm gerade geht, weiß ich gerade nicht. Muss nochmal nachfragen. Ich kann mal Rudi an. Schreib einfach. Hey Rudi, ich habe gerade nichts zu tun. Schreib einfach, hab gehört, du hast dich verletzt. Was ist denn passiert? Oder sowas. Glaubt aber nicht, dass er online ist. Kann sein, dass er gerade im Krankenhaus ist. Sagen wir es so, Sportverletzungen klingen witzig. Sportverletzungen klingt immer so harmlos, oder? Na, die nicht. Das war schon. Glaube ich. Die sind halt gerade hart am Struggle, ne? Was sie in den Draco reinwechseln ja, wollen. So, Drapion, warte, ich will jetzt mal durchkalken. Weil das soll ich eigentlich tun. Ich glaube, die gehen gerade einfach ihr Game durch. So, Drapion stirbt durch einen Draco. Was würde passieren, wenn wir so ein Game. Die waren in einem wirklich guten Spot, ne? Übrigens, wegen Memo würden wir. I guess. Aurasphäre drücken? Ja? Nicht rauswechseln? Ja, oder so. Gegen Memo und Blessed verloren würden wir rauswechseln, aber wir haben kein Memo-Switchen mehr, ne? Ja. Aber die haben auch keine Switchens mehr. Es ist halt jetzt einfach nur ein Game, der gewinnt. So. Mhm. Das waren 20 Turns. Und jetzt ist das Game. Ich bin mal kurz weg. Gleich wieder. 6-6-6-6-6. Donner? Hallo? Wieder da. Irgendwas Neues? Okay, ich habe jetzt eine super Idee. Wir gehen in Phase 2 über. Okay. Wir gewinnen spielen? Nein. Ich habe keine. Was? Ich habe keine. Du hast keine was? Los, Pikachu, Donnerblitz! Alter, hast du gerade meinen Hamster an die Steckdose geworfen? Gerade Pokémon-Witze vor? Ja, die Weiterentwicklung von wohin genau? Da? Oh. Da geht's lang. Hm. Okay, wir drücken Draco. Yo! Drapion. Wir drücken Draco, cool. Sicher? Ja. Spielen wir die? Oh, warte mal kurz. Oh. Wir die? Nein, tun wir nicht. Wer das? Leben haben die? 81. An die Füße oder Spätzle? Weiß ich nicht mehr. Ich glaube, die waren Full HP. Full HP, ne? Die waren so ein weirdes Ding mit Full HP. Wir können killen mit Draco. Die sind auf 81. Ist eine 12%. Wir hatten 32 gegen die mit, Echner toll 32 mit Body Press war's. Es war eine Max Roll, wenn sie Full HP sind, das heißt, sie könnten Spätzle invested sein immer noch. Verstehe ich immer noch deren Attack Wert nicht, to be honest. Was mich ja ein bisschen. Okay, ist also Draco in a Roll? Draco ist hier in a Roll, aber es kann auch sein, dass sie Spätzle sind. Wenn sie hier low sind, dann. Was? I don't know. Ich höre was nicht. Guck mal kurz. Sehe ich keinen Zuckerpunch. Nope. Habe ich wieder Andy beim Team. Es kann kein Zuckerpunch, hast du gesagt? Ja. Okay. Dann. Draco? I guess. Ich kann noch mal den Damage kalken, wenn du möchtest, dann wissen wir genau, was es ist.
Das war aber eine Roll, die bei einem Full-HP-Ding da drin wäre. Full-Spets-Death wäre das auf keinen Fall. Das würde nicht so viel Schaden machen. Das ist Full-HP-Attack oder alright. Was. Mhm. So, was machen wir jetzt? Sagen wir so, wenn es Full-HP-Attack ist und kein Speed... wenn es Full-HP... wenn es Attack ist, ne? Dann ist Lando nicht schneller. Schade. I guess Coco? Coco Coco kann auch einfach... Was würden wir auf Coco drücken? Die Frage ist halt immer noch, was ist Scarf und was ist, sagen wir mal, Specs oder Bandit, ne? Richtig. So. Oder Lorb. Oder Lorb, ja. Wir gehen halt mit auf Coco mit allem. Also auch mit Grass Knot. Ja. Außer sie sind Spätstef, dann ist nicht machen. Aber ich weiß halt nicht, ob sie Spätstef irgendwie leicht. Ich habe keine Ahnung, was ihren Invest sind. Ich will auf jeden Fall dieses Set sehen. Also sag. Was passiert mit Lidalo? Ace kann hier einen. Die Sache mit Ace ist halt so gesagt, dass halt Meli dann rein. Ace kann missen, also wir drücken aber hier, wenn eh U-Turn, ne? Und was Drapion ist kein Switch-In mehr. Das Ding ist halt. Also, sie haben in jedem Fall Advantage. Oder wir drücken halt hier Pyro. Wir könnten zum Beispiel auch sagen: Ja. Wir wollen, dass irgendwie die in Flawless kommen. Dass sie ihren Free Switch in Flawless bekommen, was nicht gut ist, weil dann Rotom wieder healthy wäre, aber nur eine Idee. Ja, ja. Indem wir U-Turn auf das Ding drücken würden. Weißt du? Ja. Aber ich glaube hier tatsächlich, ich weiß, was hier der meiner Meinung nach beste Player ist. Wenn wir. Ace wüsste ich, was der beste Player ist. Was glaubst du, ist der beste Player, den wir machen können? Ehrlich sein. I jump Katie. Katie in Rotom. Nein, nein, alles gut. Würde ich es nicht machen, aber ja. Entweder Coco oder Ace. Ich glaube, Lando ist ja. Yeah, die... Coco oder Ace, aber was davon? Und was drücken wir dann? Ich glaube Coco. Coco und dann actually, bin ich ehrlich, wir könnten risky sondern auf Grass Knot gehen. Ne, falls sie jetzt irgendwie auf Memo wechseln wollen oder so eine Scheiße. Aber ich glaube, wir wollen hier auf Safe Kill gehen. Das heißt, wir drücken entweder Volt Switch oder Gleam. Personally bin ich für Gleam. Oder was? Ne, ich guck kurz anders. Was killt, Gleam killt hier Rotom. Das heißt, wir können hier auf Gleam. Ja, wir können hier einfach auf Gleam gehen. Wir hier einfach Gleam. Ja, wir drücken hier einfach Gleam. Ja, genau. Okay. Ich möchte jetzt kurz was Wichtiges kalken, okay? Ja. Wie viel macht Gleam Medi? One-Hit. One-Hit? Ja. Oh. Ich wusste gar nicht, dass wir Medi one-shotten. Ja, habe ich nicht nur ein paar Mal erwähnt, wir drücken hier Gleam, oder? Ich glaube, Gleam ist der Safe-Play, oder? Jo. Gleam machen wir allen Sachen Schaden und Gleam killen wir das Ding. So, ich kann dir jetzt genau sagen, was passiert. Das, was reinkommt, ist das. Ja. Oder die baiten das. Also mit Grass Knot. Two oder One-Shotten alles ab jetzt mit Gleam, oder? Ist das richtig? Oder halt Grass Knot einmal drücken für Dings, Memo. Aber mit Gleam und Thunderbolt 2 und One-Shotten wäre das gerade richtig. Aber Gleam 2-Shotted alles gerade, oder? Ich glaube. Ist das richtig? Oder warte, ich komm auf für Blitzdiffer. Ich guck für Blitzdiffer Lon. Actually wichtig. Memo und nicht, Memo. Da drücken wir halt Memo leider nicht. Memo nicht? Nee. Ah, das ist bad. Blitzdiffer verloren, aber gegen Memo, ne, haben wir andere Dinge.
Wenn das hier Scarf Memo. Ja. Wenn das Ding ist. Aber Memo kann halt der Scarfer sein. Das wäre das Ding. Ja, ich hab. Scarf Memo ist, glaube ich, hier gerade actually insane. Und. Nee, und auch Blizzifalon käme nicht, weil. Fire doch Dings. War es nicht das Fire Fairy Resisted? Ja, war es, genau. Oh. Also wir müssen gegen das Ding Thunderbolt drücken. Ich bete einfach nur darauf, dass Blizzifalon der scheiß Scarfer ist. Okay. So, viel gewinnt? Vier. Ja, mach viel gewinnt online an. WWW 4%. Okay. Der Computer beginnt. Kannst du das streamen? Nein. Und dann ausmachen, sobald es weitergeht? Das laggt. Ja, aber die Aufnahme ist ja gerade egal, oder? Ah ne, sie sind drin. Memo kommt rein. Das ist also probably Scarf. 50-50. Sind es Scarfer? Und wir gehen raus? Oder sind nicht der Scarfer und die one-shotten sie mit Grassnot? Oder wir wechseln jetzt in Lando, wenn sie jetzt hier Ground Move drücken, sind wir in einer guten Position. Wenn sie hier den Ice Move gedrückt haben, können wir einfach wieder in Coco gehen. Warte mal, stopp. Sehen wir hier nicht einfach? Schauen wir nicht einfach nach, was das Graf ist? Gehen wir jetzt nicht einfach ins Vorges? Oh. Und schauen nach, ob das ein Scarfer ist? Oh, das stimmt, wir schauen nach, ob warte mal, das... Warte mal. Wenn wir in Rotom gehen, verlieren wir. Eben, deswegen würde ich hier eigentlich gerne in Lando gehen. Und schauen, indem wir halt danach einfach EQ drücken. Wir gehen in Lando. Wie sieht Lando das genau? Also. Was kann passieren? Wenn EQ kommt, lebt er. EQ oder Ice Attack drücken die? Ja. By the way, auch eine 50-50. Sagen wir es so. Wenn hier die Ice Attack kommt, ne? Bandit. Dann sind wir dead. Mhm. So. Garf, sind wir, glaube ich, auch dead. Aber sie sind dann dahin. Da Intimidate, ne? Aber... Lando huge. Lando gerade so huge. Weil, Lando so huge. Wir... Wenn das der Scarfer ist, dann... Wir leben einen Icicle Crash. Wir sollten einen Icicle oder Icicle Crash Max ist 242. Wir haben 247. Wir leben einen Icicle Crash. Wir können heraus. Also wenn Lando stirbt, dann. Ne? Wenn Lando stirbt, ist es. Wenn Lando stirbt, ist es Band. Oder E-Belt. Oder E-Belt. Aber auf jeden Fall nicht Scarf. Die spielen kein E-Belt. Ja, genau. Aber zumindest sind sie dann nicht Scarf, richtig. Wollen wir hier in Lando gehen? Weil wenn sie hier gelockt sind, kriegen wir einen Free-Dings draus, ne? Gleam. Ja. Deswegen, lass uns hier in Lando gehen. Glaube ich. Wie viel? Ja, lass uns in Lando gehen. Oh, Oblivious. Die drücken EQ. Ich hab vergessen, das Ding kann ja nicht intimidated werden. Egal, warte mal, wir drücken EQ. Wir drücken hier EQ. Oder warte. Immer. Nee, warte, scheiße. Wir können nicht EQ drücken. Warum? Tom. Gegen Rotom. Rotom hat... Knock of Future and Killed, oder? Knock of Future and Killed. Knocken wir Memo Swan und gewinnen das Game? Könnte sein. Knock off. Warte mal kurz. Oh mein Gott, ich hab... EQ ist auch eine Information, was wir gewinnen können. EQ heißt... Ich glaube, EQ heißt, dass hier Scarf sind. Ja. Ich glaube. Ich glaube, damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass... Wir vergessen nicht, wir leben... Wir leben leider keinen Dings mit, ne? Das ist das Problem. Ja, wir leben Ice Shard, oder? Ice Shard leben wir, richtig. Und wir könnten... Wollen wir hier einen Knock-Off drücken? Knock-Off U-Turn. Wollen wir ein No-Damage-Boosting-Item
Das könnte Lorb sein, oder? Ja. Aber wir drücken hier doch Knockoff, oder? Und finden könnten damit, wenn es drin bleibt, herausfinden, welches Item es ist. Ja. Oder wenn, warte. Rotom wird von Knockoff U-Turn gekillt, oder? Rotom wird eigentlich, warte, müsste von Knockoff U-Turn gekillt werden. Das müssten beides ungefähr 10 bis 13% sein. No item. Ja, ich weiß. Kann selber rechnen. Muss da nicht. Knockoff ohne No-Item. U-Turn macht Minimum 15 und Knockoff auch. Wir machen insgesamt 30 und die haben nur 28. Also Knockoff U-Turn, okay? Geht klar? Ja, ich glaube schon. Ja. Okay, die haben noch nicht gedrückt. Ich will jetzt nicht nebenbei spielen, ich will gerade kurz voll Fokus sein. Ja. So. Aha! Rudi! Aha! Hilfe! Deine Mutter spuckt dir ins Gesicht und schreit Aquaknarre. So scheiße. Wie nennt man ein Bisaflor im Korridor? Full Focus. Bisaflor. Es gibt über 700 Pokémon. Team Rocket, fangen wir Pikachu. Deine Mutter wird bei Pokémon Go als Relaxo erkannt. Das war so ungefähr der schlechteste Witz der Welt, weil das halt null Sinn ergibt. Es gibt halt null Sinn. Was sitzt auf einem Baum und schreit hart hart? Ein Hutrüt mit Sprachfehler. War nicht der Call eben Full Focus? Ja, aber da habe ich realisiert, dass die Witze noch offen waren. Trifft Chuck Norris auf deine Mutter. Deine Mutter setzt Dampfwalze ein. Chuck Norris setzt Roundhouse Kick ein. Deine Mutters Feldschicht wehrt Roundhouse Kick ab. Chuck Norris wirft eine Schokolade. Deine Mutter wurde besiegt. Okay, der ist wirklich dumm. Welches Pokémon klingt wie ein Zug, Robin? Robin. Sorry, ich war kurz weg. Welches Pokémon klingt wie ein Zug? Ein Hut mit Sprachfedern. Pikachu. Chuchu. Pikachu. Ich fand meinen besser. Wollen wir ja nicht einfach nochmal Knockoff drücken? Aber wenn wir U-Turn drücken. Die Frage ist, in was wechseln wir rein? Eigentlich Floggest. Wait, ich hab den Brain Play. Ich hab Brain. Gerade. Ja, Mann, oder? U-Turn, Floggest. Und was ist deren Antwort? Wir bekommen Chip. Jo. So. U-Turn, Floggest. Und die revealen possibly irgendwas. Jo. U-Turn, Floggest. Okay? Ja. Ja, ja. Warte kurz. Ich glaube, das Game ist absolut gewonnen. Warte mal, was? Soll ich sagen, was das Gute ist gerade, was mir auffällt? Wir gehen jetzt in Floggest. Man muss meinen Tool den nicht. Wenn der straf ist. So ein Loser. Ich glaube, das größte Problem ist hier jetzt, Neble Siphalon muss Overheat drücken oder Mindblown, um uns zu killen. Wir drücken hier, gehen hier in Floggest. I guess Floggest gewinnt hier das Game. Machen wir? Floggest? Sehe ich. Floggest ist auf jeden Fall der richtige Play. Also Floggest, wir müssen mindestens mit Floggest müssen wir mindestens das Electric Terrain nochmal rauskriegen, wegkriegen, damit wir es safe rauskriegen. So. Die Frage ist, haben sie irgendwo. Wie gut ist der Bullet Punch gerade? Das will ich gerade wissen. Wie gut ist der Bullet Punch gerade? 30 bis 44. Wir können hier immer Wish Protect drücken. Damn. Wir können hier auch Tagged Wish machen. Und dann Tagged wieder.
Und ganz ehrlich, ja. Blaze Fallon bringt es doch nicht in 100 Jahren, oder? Hat der eine Poison Coverage? Was? Hat Blaze Fallon eine Poison Coverage, frage ich. Schau mal nach. Blaze Fallon. Hat der. Der Angst einfällt. Toxic. Nee, Bruder, der hat ja gar nichts. Der hat ja den schlechtesten Move von der Welt. Neuer Move? Wurde irgendwas gedrückt? Nee. Alter, der Crit. Der Crit hat so aufgehört. Oh nein, es tut mir so leid. Ich glaube. Blöße Fallon kann taunt. Ah. Und Call meint. Oh. Ja, Bruder. Memo kommt. Wir drücken hier Moonblast. Oder? Drücken wir hier Moonblast? Ich weiß nicht. Drücken wir hier. Was machen wir jetzt hier? Memo ist fein. Wallbreaker. Jetzt hier das Lorb-Set. Jetzt mal auf Jolly. Scarf. Wir können jetzt halt hier nochmal gucken, ob die Scarf sind, ne? Ah, mit Memo. Ja, Memo. Memo hat Memo SD? Wie will er das einsetzen, frage ich mich. Nee, hat er nicht. Aber wenn er nicht Damage Boosting. Wenn er nicht Damage Boosting ist, gibt es eine Welt, wo. Nee, wir werden nicht getoshottet. Glaube ich. Oder? Warte, wir sind auf wie viel Leben? 87, ne? 78 meine ich. Doch 87. Ja. Genauer gesagt, 86,9. Es gibt eine 26%ige Chance, dass er uns two-shottet. Das heißt, wir können hier eigentlich einmal auf. Kein Damage Boosting Items oder mehr Damage Boosting Items? Kein Damage Boosting. Das heißt, wir drücken hier Moonblast. Einmal. Willst du die Roll eingehen? Wenn der gechippt ist, ist er gechippt, sag ich mal, ne? Frage. Was bringt uns der Chip? Protect. Mehr? Protect. Protect, dann leben wir safe. Protect, leben wir safe. Bin Tech gut. Warte mal. Er kann uns two-shotten. Richtig? Er kann uns two-shotten mit Damage-Item. Er kann uns in keiner Welt one-shotten. Keiner Welt. Okay. Er kann uns nur vielleicht two-shotten. Wenn wir Protect drücken und er wirklich Scarf ist, dann kann er uns nicht mal two-shotten. We wanna go for it. Dann gehen wir noch Moonblast, oder? Und danach Protect. Können wir machen. Okay, let's go. EQ. Okay, wait. Das Band, oder? Das. Warte kurz. Der ist. Das Bandit? Nee. Niemals. Oh, nicht. Oder wait. Nein, oder? Haben sie jetzt nicht. Wenn sie das getan haben, haben sie das Game gewonnen. Was? Warte mal kurz, wer hat als erstes angegriffen? Die, ne? Ich glaube gerade, wir haben gerade hart auf die Fresse bekommen. Wir haben gerade hart auf die Fresse bekommen. Was ist los, Bruder? Oh no. Oh no, das ist Adamant. Oh no, die sind den. Oh no. Coco ist nicht auf die Adamant gespeedcreept. Ah, shit! You shit yourself! Warte kurz. Oh my fucking god! Wir können. Wie viel shit braucht der? Warte kurz. Der ist nicht Scarf! Der ist nicht Choiced! Wieso haben sie gerade Eis gekriegt? Sind sie denn des Wahnsinns? So, willst du was wissen? Wir können jetzt einen. Wollen wir Moonblast drücken oder wollen wir Wish drücken? Ich glaube, wir haben das Game Up hier gewonnen. Wenn wir hier sterben. Sollten hier gewonnen haben. Ja, oder? Ja, wir sind. Es gibt keine Welt, in der die uns besiegen. Memo ist langsamer als Ace gewinnt hier, glaube ich, jetzt gleich. Einfach. Und Coco. Moonblast? Beide gewinnen. Moonblast, was sagst du? Warte mal.
Nennt sich ein Muscle-Event? Wie viel braucht damit Zucker killt? Dieses Viech? 23 bis 27. Oder was, wie viel haben wir mit Moonblast gemacht? Das haben wir gar nicht gekalkt. 36. True. Das ist defensiv. Das ist ein fucking defensives. Das ist ein HP-Memo. Das ist ein Fist. Das What? Ist ein Spätstef-Memo. Nee, das ist nicht kein Spätstef-Memo. Was ist das für ein Memo? Nein, das ist HP. Warte, nee, aber HP macht zu viel. Haben wir zu wenig Schaden gemacht. 36 ist also zu wenig. Spätstef. Nee, Spätstef würden wir zu viel Schaden gemacht haben. Das heißt, warte kurz. Nee, also nicht Full Spätstef. Attack Spätstef. Oder. Bistef mit Spätzdef-Wesen. Bistef mit. Element Full Spätzdef. Ah, das könnte. Nein, wenn die Spätzdef im West haben, dann machen wir zu wenig Schaden. Hä? Die müssen Attack im West haben, sonst hätte der IQ nicht so viel Schaden machen dürfen. Oder HP irgendwie. Sie haben Full Attack im West, richtig? Ja, die haben Full Attack im West Element. Müssen. Oder die haben Muscle Band. Und dann haben wir noch. Oder dann haben wir noch. Oder die ganze andere. Oder sie haben Muscle Band, dann müssen, glaube ich, könnten sie auch Spätzdef Invest sein. Ja. Wie viel haben sie denn bei, wenn sie full, also kein HP, full Spätzdef? Achso, das. Ohne Wesen. Ohne Wesen. Dann würde es passen. Jetzt kalk das mal mit Coco nach. Coco würde hier killen. Auf 100%. Das Ding ist nicht 100%. Nee, trotzdem, ich will's wissen. Nee, dann nicht. 75. Also, aber das würde genug machen, damit ein Zucker killt. Now you see the mindset, right? Ja, aber das würde dann würde das Zucker killen. Wollen wir auf Moonblast gehen oder auf den Double Attack? Die haben eine recht gute Chance, das zu leben, oder? Nee. Die Chance ist gar nicht mal so. Wie hoch ist die? Ich gehe jetzt mal hier, das passt das. Wir sind auf wie viel Prozent? Wie viel Leben sind wir genau? 164. Jetzt genau. Ich muss ein bisschen leiser sein, dann geht's. So, tut mir leid. 164. Unsere Lebens. Ah, One hit. Ihre Minroll ist 165. Auf uns. Oder warte mal, ich will mal kurz gucken. Ihre Minroll ist 165. Also 165 Leben, das ist hier für uns. Das heißt, wir müssten Double Tacken, wollen wir probieren. Oder meinst du, die gehen vielleicht auf Icicle Crash? Gehen wir hier auf Moonblast? Nein. Oder gehen sie vielleicht auf Icicle? Tacken wir das Ding nicht einfach jetzt? Also drücken wir Moonblast, richtig? Oder wollen wir Double Tack gehen? Wollen wir versuchen, Double zu tacken? Ich finde Moonblast besser. Besser Play, glaube ich. Wenn es halt schief geht, dann sind wir. Einfach Moonblast drücken, wir überlegen gerade zu lange. Die überlegen noch. Was? Überlegen die hier zu switchen, wenn hier ein Jahr ist, Wish hier der beste Play. Dann müssen wir auch nochmal canceln. Hab ich. Wollen wir hier für einen Wish gehen? By the way, 2 Stunden Krampf jetzt gerade. Oho, herzlichen Glückwunsch. Actually, was ist daran so bad, wenn. Was ist daran so bad, wenn sie hier wechseln? Darf ich fragen? Like for real. Wir kriegen for free ne Leftovers. Moonblast hittet alles gut. Wir können ja einfach Moonblast drücken. Blessed Fallon. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwie eine Chance hat, durchzugehen. Ich glaub schon. Nee, hat's nicht. Wir haben immer noch einen Sucker Punch von Ace. True. Nee, das kriegt auch keinen Speedboost, oder? Nee, das kriegt einen Attack-Boost, wenn über. Das hat einen insane Spätz-Attack. Und beides ist doch egal, wir haben Sucker Punch. Wie muss das denn? Ja.
Nee, nee, dann, ich finde Moonblast haben, einfach. Ich finde Moonblast ist hier der beste Play. Okay. Können wir? Ja, drück das, drück das. Am Überlegen immer noch. Oh. What the fuck? Boys! What the fuck? Jetzt hier einfach Tech just for. Es kann sogar sein, dass das deren richtiger Play war, aber. Ich drück jetzt den Moonblast. Ich drück jetzt den Moonblast für den Mist. Die drücken jetzt EQ. Sollen wir jetzt auf Lando oder wechseln? Nein, wir drücken Moonblast. Ey, wenn das jetzt hier Mist ist, ist deren eigene Schuld. Es tut mir so leid, aber. It's so one. So one. Liam go brr, Liam go brr now. Liam tötet den jetzt, ne? Robin. Ja. Yeah. Ich find so schrecklich, dass wir jetzt den Spätzle-Tech-Job bekommen haben. Ah, übrigens, ich weiß aber, was wir machen werden. Was war das jetzt? Die haben gerockt. Sie wollen den Boost bekommen. Ja, wir haben Heavy Duty Boots und Zucker. Wollen wir protecten, um zu sehen, was sie machen wollen? Können sie da irgendwie Advantage ausgehen? All Mind? Wollen wir einfach Moonblasten, falls sie wirklich setupen? Wie viel machen wir denn mit Moonblast? Nach und vor allem Callmind? Das Ding ist, was mir halt jetzt gerade Angst macht, ist halt immer noch, dass Blissifalon eine Chance hat, den Zucker zu leben. Eine 30% Chance. Oh, was? Ja. Und wenn sie das in HP haben noch, ne, was halt sein kann, weil sie brauchen. Wieso sagst du, ich dachte, das wäre immer safe tot? Ich habe es dir vorher gesagt. Robin, wir haben alles vor dem Match besprochen. Nein. Wir haben alles vor dem Match besprochen. Was? Ja. Sollen wir ja einmal tacken, vielleicht. Oder Moonblast. Ist nicht Moonblast der Play? Warte kurz. Okay, can we please shut the fuck up? Können wir nicht einfach auf Lando hier wechseln? Bitte. Ist es der? Warte mal. Wir gewinnen eh. Wir haben zu 100% gewonnen. Nein. Geht hier nicht. Wir haben Scheiße. Zu 100% gewonnen. Nein. Wie viel Leben hat Lando? Ich kann es dir sagen. Kannst du nicht ganz genau sagen. Ja, reicht mir. Ich hab's 64,8. Wir gehen hier in Lando, bitte. Lando ist hier der beste Play. Warum? Aus dem Grund, dass er Lando nicht one-hitten kann. Und, basically, sagen wir mal so, der drückt jetzt hier Shadow Ball, Flamethrower oder Overheat. Ne? Also, Jana, ich kann dir eine Sache sagen, warte, der kann auch Scarf sein, oder? Der ist Scarf, probably. Der ist Scarf, probably. Was? Wenn der Scarf ist, dann hat. Wenn der Scarf ist, hat der halt maybe Invest in Dings, ne? Hat der halt HP in. Deswegen kann man einfach auf den Beast switchen. Das ist das, was ich die ganze Zeit sagen will. Wir können einfach auf den V switchen. Der One-Hit. Der One-Shot uns doch niemals, oder? Warte, du willst jetzt hier auf Dings raus, auf Coco. Nein. Coco Nein, wird gewonnen. Nicht jetzt. Ja. Nee, das Ding ist halt. Coco wird gewonnen, Shotzeit? Nee, ganz kurz. Es kommt drauf an, was er jetzt hier drückt, ne? Ob Coco gleich mit dem Boost gewonnen wird. Vergiss es nicht. Oh, wenn der mit dem Boost gewonshottet wird, dann gehen wir auf Lando. Warte, ich will nur kurz gucken, wie viel Speed der braucht, um Dings zu outspeeden mit Modest. Wie viel brauchen wir, damit Coco safe 56. gegen, wie heißt es, gegen Medi gewinnt? Gegen Medi gewinnt? Take out Bullet Punch von dem. Das geht nicht. Und deswegen warte ich will kurz One-Kills.
One-Killed Fake Out Bullet Punch. Ich glaube, wenn sie es wirklich in HP gepackt haben, die restlichen mit Blisse verloren, dann ist Kill Zucker nicht, ne? Mhm. Ich glaube, dass den gewinnt. Wollen wir auf Tech gehen und gucken erstmal, was die drücken waren, auf was sie sich locken. Bitte. Können wir machen? Probably our play. Ja. Terrible. Better boy one two hitted hier jetzt das Nendo. Wenn Nendo getushottet wird, warte kurz. Two-shotted Shadow Ball Coco? Ja, tut es. Und Libalo? Er ist auch. Wir hätten Frisch drücken sollen, wenn sie auf Icicle Crash gehen. Ja. Ich guess, wir verlieren hier das 2-0. Wir brauchen halt nur minimalen Chip oder Sagamos halt kritten. Aber Frage ist halt, geht Shadow Boy. Warte, nee, ich will mal kurz das gucken. Weißt du was? Ich laber mal wieder so ein Dreck. Weißt du das eigentlich, Robin? Können wir einfach Moonblast drücken? Ja, bitte. Das ist so einen Dreck. Lass uns einfach jetzt in Endo gehen und einfach. Bitte! Warte, ganz kurz. Robin. Wie viel kann. Der ist jetzt plus 2 Shadow Boy, ne? Der killt jetzt hier Lando. Ne? Das ist das Ding. Wir müssen jetzt halt. Was wollen wir denn machen? Der One-Shot hat doch keinen Coco, oder? Natürlich! Der ist plus 1! Ja, was weiß ich? Ja, Coco ist die One-Hit. Was tun wir jetzt? Du hast gerade gesagt, irgendwas hast du dumm gemacht, hä? Ja, nee, ich hab's verwechselt gerade wieder. Alles gut. Wir hätten nichts machen können. Hast du gerade gemisskalkt? Nein. Hätte Lando mehr Leben und würden dort nicht Rocks liegen, würden wir einen Hit tanken. Dann hätten wir es anschippen können, aber. Actually, ja, unser Play ist hier Sucker Punch. Warte mal, ja, nee. Oder. Es ist so dumm, aber plus 1 Mortis gibt es eine 19% Chance, dass Ace das lebt. Mhm. Wir haben Heavy Duty Boots, deswegen. Ja. Wir müssen also jetzt. Vielleicht, wir gehen auf Ace und drücken Sucker, right? Ja. Wenn sie nicht Mortis sind, sondern Jolly, warum auch immer, dann haben wir gewonnen. Wo haben wir den Missplay gemacht? Ja, wir haben nicht Wish gedrückt. Wenn wir das jetzt verlieren, ist es nur auf uns zu blamen. Ja, wir haben nicht Wish gedrückt. Dann sind wir actually schlechte Spieler. Zucker, oder? Ja. Das geht nicht. Jupp. GG. Oh mein Gott, ich... Lando, U-Turn. Ja. Nice. Clean, oder? Ist eigentlich egal. Drücken Clean. Oder ich drücke einfach Thunderbolt. GG. Ich will gerade nicht mehr talken. Ah, ich auch nicht. Es ist halt, ganz kurz, es ist halt so fucking sad, dass halt. Ja, wir hätten Wish drücken sollen mit Dings. Wir hätten mit Dings Wish drücken müssen. Mit Flogges. Wir hätten, wenn Flogges healthier wäre, dann würde das Ding nicht durchgehen. Ich hab keinen Bock mehr auf. Ja, ich glaube, ich auch nicht mehr. Ich auch nicht mehr. Och, Mann. Ich bin so mad. Auf mich. Ich hab geschrieben, zu spät. Ich bleib hier einfach. Ach ja, Mann. Es nervt mich so, dass es halt wieder so ein knapper Lose ist. Like, guck mal, ich guck mir das jetzt nochmal an in der Aufnahme, ob wir irgendwas hätten anders machen können, ne? Ja, nee. Mach eine Abmod. Warte, ich will's mir nochmal angucken. Wir haben Pro. Nee, warte, wir müssen da vorhin. So, Icicle Crash kommt, hätten wir hier gewischt.
hätten nicht das Memo killen sollen, wir hätten auf irgendwie Wish gehen sollen, auf irgendwas. Man hätte Flawless dieses Ding getankt. Was meinst du? Beste verloren? Was für eine Range? Hätte Flawless Beste verloren gekillt? Ah, geht. Geht gar nicht. Nicht gekillt, meine ich. Wir werden in der letzten Fall und das Ding nicht gekillt, I'm sorry. Half-Life. Wir waren für Steph Robin. Red Steph viel höher. Weil ich wollte hier ein für Steph Ding haben wegen VW und. Schick dir nochmal unser Pokepass. Ah, kannst du das machen? Ich schick dir es kurz. Ich will gerade einfach Kopf abschalten ein bisschen. Habe ich selber. Ja. Ist sehr unlucky. Ist sehr unlucky. Nein, ist nicht sehr unlucky. Wir haben einfach bad gespielt. Ich glaube auch, wir haben ein bisschen anfangs bad gespielt. Im Nate ging es sogar, aber das Game war irgendwie. Ah, leider war es lost. Ah, ja. Ich mach die Abmod. Oder willst du? Nee, mach du. Also, okay. Bedeutet, wir kriegen unsere Abmod erst, sobald Robin einmal, sobald wir einmal gewonnen haben. Ah, der Spieltag war hart. Aber Kopf hoch. Ich glaube, 0-2 Start ist nicht geil. Ne, klar. Ich glaube, beide. Ich kann nicht gegen Björn Dragic gewinnen. Das geht nicht. Es ist unmöglich. Ja. Aber I have hope for the next matches. Vielleicht nicht das nächste wird auch hart. Weil wir spielen da gegen so ein komisches Team mit Pinsir Heatran. Bah. Ekelhafte Leute. Mit Mandibuzz und Nido und Sylveon. Ech. Und drei EWs. Unsympathisch, muss ich sagen. Aber Blitzer. Naja, ich glaube, mein Fazit zu heute. Teambuilding hätte mal wieder besser sein können. Das Problem ist, Teambuilding ist bei uns gerade so eine Sache. Du siehst ja Dinge, die ich nicht sehe, weil ich noch nicht so perfekt im Teambuilding bin. Ich bin besser geworden, klar. Aber. Ich auch nicht, Bruder. Ich bin auch nicht. Ja, aber du siehst trotzdem andere Dinge. Ja, eben. So. Ich bin ehrlich, ich schieb's ein bisschen da. Also, ich möchte dich auf dich schieben. Ich schieb's darauf, dass ich nicht gut genug alleine bilden kann. Ich glaube, so kann man es sagen. Und dass wir halt im Game ein paar Momente ein bisschen gechoked haben. Ein bisschen sehr gechoked haben. Ja, wir haben das Ende hart gechoked, muss man sagen. Ich dachte, wir haben nicht gewonnen. Das ist scheiße. Naja, meine Frage war. Die Frage, die ich mir eher gestellt habe in dem Moment, war: Wie hätten wir es noch am Ende gewinnen sollen? So. Guck mal, Memo war jetzt dort, ne? Wir hätten. Die haben halt Icicle Crash die ganze Zeit gedrückt, ne? So. Ja, nee, ich will nicht mehr darüber reden. Können wir morgen machen, okay? Ah, oh, sie hätten uns umbringen sollen, dann hätten wir gewonnen vielleicht. Wir hätten auf Landlos Fight. Egal jetzt. So. Ja, es ist halt passiert. Können wir nichts machen. Wir hören uns nächste Woche wieder zu einem weiteren Spieltag der TPL 4. Bis dann. Pro Tech gedrückt, hätten wir gewonnen. Sure. Egal. Tschüss. Ja. Bye. Bye.